Hi, willkommen bei Superliminal. Ich glaube, das spricht man so aus. Superliminal. Weil es super minimal ist. Versteht ihr? Und, ich habe die Lautstärke nicht eingestellt vor dem Spiel, fällt mir gerade auf. Das ist ein peinlicher Fauxpas. Verzeiht mir den Cringe-Moment an der Stelle. Genau. Das ist ein Spiel, das... Ja, ich habe gefragt nach Kurzspielen, die ich vielleicht für den Streamer so spielen könnte oder so. Und ich glaube, Folio und Johnny haben mir das empfohlen. Es ist an sich kein allzu langes Spiel, was ganz nett ist. Vielleicht werden wir es durchspielen, vielleicht nicht. Je nachdem, wie es mir gefallen wird. Ich habe es noch nie gespielt. Es geht irgendwie darum, dass man die Größe von Dingen einschätzen muss. Das heißt, mal schauen. Das ist ein Game Pass. Lichtempfindlichkeitswarnung bei Epilepsie. Scheinbar gibt es Flackerlichter. Das ist immer sehr beruhigend. Wie wäre es, wenn ihr euer Spiel so macht, dass es keine gibt, statt die Warnung einzublenden? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnisculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship club. Mir gefällt die Traumtherapie-Nummer nicht. Right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnisculpt. We'll make your dreams come true. Okay. Kannst du das Game ein bisschen lauter machen? Ich denke nicht, dass es wirklich Story haben wird, also keine Sorge. Aber ich könnte. Ich glaube, es sollte passen von der Lautstärke her. Vor allem sind sowieso Untertitel. Ich meine, für mich ist es ziemlich laut. Ich persönlich hätte es noch ein bisschen leiser gemacht. Aber wie würde die Lautstärke einstellen? Oder wie würde sie einschätzen? Oh Gott, nein, es geht schon los. Ich habe das gesehen, als ich mich bewegt und oh. Ich finde es laut genug. Okay. Das Spiel hat ein bisschen Story. Schauen wir uns das Ganze an. Oh mein Gott, ist das etwa meine liebste Folterkammer? Der Raum, in dem das Licht nie ausgeht, mit Lautsprechern, die, wenn du versuchst einzuschlafen, dir sagen, dass du besser nicht einschlafen solltest. Das liebe ich. Terms of Service. Ich wollte die nicht unterschreiben. Die muss man doch erst durchlesen. Komm schon, als ob ihr die AGBs nicht lesen würdet. Was soll das denn? Einfach unterschrieben, ohne zu lesen. Das ist absolut... Das kann ich moralisch nicht gutheißen, muss ich ehrlich gestehen. Portal 1 habe ich übrigens auch nie durchgespielt, weil ich gerade sehe, sieht ein bisschen aus wie Start aus Portal 1. Was haben wir hier? Perception is reality. Grab. Okay. Wahrnehmung ist die Realität. Und da müssen wir... Warte, was? Hä? Okay, ich heb das da hoch und dann fällt es runter. Die sind verschieden groß. Waren die ganze Zeit verschieden groß? Das gefällt mir jetzt schon überhaupt nicht. Er ist ziemlich groß auf jeden Fall. Was? Ich bin so verwirrt. Ich bin so dermaßen verwirrt. Schau euch das C an. Das können wir einfach mitnehmen. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Okay, ich glaube, ich will hier hoch. Okay, das Zeug schrumpft, wenn ich es berühre. Soweit ich das verstanden habe. Aber kann es auch größer werden? Ja, yeah, wenn ich das Zeug weiter weglege, wird es definitiv größer. Es geht alles nach Perspektive.
Schachbrett. Oh Gott. Schachbrett wird noch größer. Oh Gott, ich bin sehr verwirrt, was das Ganze angeht, aber... Okay. Okay. Ich habe das Gefühl, ich werde überfordert sein mit diesem Spiel. No objects beyond this point at all times. Okay. Der Mini-Würfel! Wir dürfen auch nichts mit reinnehmen. Okay, dann bin ich bereit weiterzugehen. Moment. Ich bekomme den so nicht rein. Ha. Der wird auch nicht so groß, dieser Würfel. Ich brauche den aber hier drin, um den Schalter zu aktivieren. Ich komme nicht mehr raus. Doch, okay. Warte. Ich muss den doch da irgendwie reinbekommen. Okay, ich kann generell nicht durchgehen, wenn der Würfel da ist. Oder dürfen nur keine Objekte, die hier drauf abgebildet sind, rein? Das heißt, ich könnte mein Schachbrett mitnehmen. Schachbrett? Werd mal kleiner. Okay. Also, versuchen wir das. Das ein Schachbrett ist ein Objekt, richtig? Muss ich den Schalter da oben aktivieren oder so? Ich muss das Teil da oben erwischen. Ich glaube, das ist eine Sache. Also mal ein paar Dinge mitnehmen. Komm mal mit. Ich bin jetzt schon so dermaßen verwirrt. Ja, muss ich das Teil da oben erwischen? Jetzt, wo ich es versuche, scheint es mir ein bisschen... At all times. Vielleicht gibt es hier irgendwas, das ich mitnehmen kann. Die Tür schließt sich auch, wenn ich sie nicht anschaue. Okay, das funktioniert nicht. Komm schon! Es muss doch irgendwie funktionieren! Was ist das? Oh. Oh mein Gott, pass auf. Yes! Ich hab's! Seid ihr davon? Echter Gamer lässt sich nicht so leicht austricksen. Wie mache ich den Würfel jetzt groß? Der wird so nicht wirklich groß. Na, ein bisschen. Das versuchen wir dann von der Ecke aus. Oh, jetzt wird er ziemlich groß. Komme ich auf ihn rauf? Yes! Oh, ich bin im Spiel! Außerdem der Cold Wall, 2 Monate, Resub, Ranziger Dan, 19 Monate, Günthers Arme, 13 Monate und das waren alle soweit. Vielen lieben Dank. Huch, ja, das war eine Geburt. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Hat jemand einen Eimer verkleckert. Okay.
Das macht mir Angst. Komm mal her. Und dann stelle ich dich darüber. Yeah! Seht ihr das? Wir kommen langsam zurecht mit dem Ganzen. Was haben wir hier? Linken Bumper zum Erhalten zum Drehen. Linker Bumper. Okay, kann ich das Objekt damit drehen? Oh, okay. Ich dachte mir gerade, was will mir das sagen? Käse. Oh. Oh, verstehe. Wir drehen den Käse ein bisschen. Und dann versuchen wir ihn ein bisschen größer zu bekommen. Na, größer. Größer! Wir brauchen den größten Käse der Welt. Wir nähern uns der Sache, aber er ist noch nicht groß genug. Oh, das ist ein prachtvoller Käse. Ich glaube, das ist ein Babybell. Ich glaube nämlich ja. Da fehlt ein bisschen was, aber... Na, da fehlt was. Schau ich die Textur an. Wahnsinn, diese Wachsbeschichtung. Kommen sich vor wie im echten Leben. Der Spiel jetzt in VR spielen. Stell ich den Käse vor. Das ist der Aufstieg und Fall von dem Käse. Oh mein Gott. Vorhin hat es doch jemand im Pre-Stream angemerkt. Der ist der Aufstieg und Fall vom Käse. Also von Cryouts, 40 Monate, Resub. Und von Simbojack, 5 Gift-Subs. Vielen, vielen lieben Dank. Für Kengenen, Manslaughter, Bubble Tese, Nyrias und GPG Ace. Vielen lieben Dank. Erstmal reinbeißen. Naja, scheint mir eher so ein Hartkäse zu sein. Ich glaube nicht, dass ich in den einfach so reinbeißen würde. Oh. Ich hätte Angst, dass der ein bisschen glitschig ist. So ein bisschen Käsespitze. You will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Man wacht aber nicht auf, nur mal, weil man weiß, dass es ein Traum ist. Komm schon. So einfach funktioniert das nicht. Es ist ja aber ein Traum, wenn du dich ja beim Kreis drehst und nicht mehr die gleiche Sache siehst wie davor, glaube ich. Eine Ahnung. So was den will ich halt ausprobiert. Aber ich hatte Träume, wo ich mir dachte, oh, das ist ein Traum, jetzt will ich gerne aufwachen. Oh, so ein Backfischesser-Meister. 2 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Das ist ein großer Würfel. Und der muss da rein? Das schaffen wir. Seht ihr? Oh, hallo. Hallo, was haben wir denn hier? Dream Soda. Warning, you have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a key node in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Ein bisschen von Stanley Parable hier gerade. Red Soda, Green, Diet, Random Soda, Baking Soda. Ich hätte gern Baking Soda. Mensch, das war ziemlich aufregend. Random. Ich habe den Automat kaputt gemacht. Er war nicht bereit für Random Soda. Okay. Please use other door. Okay, dann nutzen wir wohl mal die andere Türe, wie mir scheint. Es tut mir leid an alle, die sich noch ein Getränk rausholen wollten, dass der Fehler geht auf meine Kappe. Das muss ich zugeben. Oh. Glas.
gemacht. Da ist ein Schalter da unten. Okay, das heißt, wir nehmen den Blöckerich. Ne. Er wird immer kleiner. Bald haben wir es. Yes! Seid ihr davon? Das war ein Rätsel. Man darf die Dosen nicht schütteln. Ich schüttel die Dosen, wenn ich es richtig halte, die Dosen zu schütteln. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive, rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Das heißt, wenn ich Ihnen sage, dass ich mentale Schäden von dieser Behandlung davongetragen habe, bekomme ich einen Gutschein. Da kann ich nicht Nein sagen. Ich will einen größeren Würfel. Größeren Würfel! Größeren Würfel! Yeah. Hilfe! Ich bin gefangen. Ich will einen kleineren Würfel. Einen kleineren Würfel. Okay. Ah, shit, den muss ich hier rüber bekommen. Yeah! Ich weiß einfach Bescheid. Oh, das ist ein schicker Raum. Hallo. Der Apfelraum. Huh. Wenn ich jetzt ein Pferd wäre, ich würde den ganzen Tag damit verbringen, gegen diese Glasscheibe zu rennen, denn ich weiß, dass ich diese Äpfel wollen würde. Da ich aber keinen Spin, hätte ich viel lieber diese App. Oh nein. Oh nein. Schachfigur. Deckenventilator. Wir gehen mal zum Notausgang. Oder wie ich damals im Schulbus immer gelesen habe. Notausgang. Und ich wusste nicht ganz, was mir das sagen soll. Okay, wir müssen beide Schalter aktivieren. Aber hier ist nichts, womit ich die Schalter aktivieren könnte. Der Teenager. Oh, wir haben was. Größer. 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 Wir nähern uns der Sache, aber größer. Größer. Kann ich das Schild umwerfen? Nein, die Antwort ist nein. Feurodem, habe ich recht, yeah. Ich muss mich an dem Schatten links orientieren. Oh oh. Dieses dumme Teil! Fall um! Nein, 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 nein! Oh Gott, wenn mir das auf den Zeh gefallen wäre, hätte ich geflucht wie ein Seemann. Gott! Dankeschön! Seht ihr, es geht doch. Wie flucht ein Seemann. Arr! Arr! Scheiße!
Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Ich muss sagen, die Story, sie legen sehr viel Wert darauf, einem mitzuteilen, dass sie in der Tat Portal gespielt haben. Die Story fühle ich so überhaupt nicht, beziehungsweise, ich glaube, das soll auch ein gewisser Humor sein, aber... Oh. Moment. Huh. Au. Au. Hallo? Aber wer weiß, was noch alles passiert. Der Vater des besten Freundes wurde mal von dem Stahlträger auf dem Oberschenkel erwischt. Du willst also sagen, man sollte sich sowas besser nicht auf die Beine fallen lassen. Ich schätze, es ist die Lösung des Ganzen. Das gute alte Exit-Schild hat es wieder mal geschafft. Hm, das ist ein nettes Lager hier. Schön, ein bisschen große Räumlichkeiten dafür zu sein, dass sie mit nichts gefüllt sind, aber ich muss die Miete ja nicht zahlen. Glaube ich. Muss ich die Miete zahlen im Spiel? Ist das der Plot-Twist? Davon bin ich nicht begeistert. Der Feuerlöscher ist leer! Was soll denn passieren, wenn Feuer ausbricht? Das ist so fahrlässig. Feueralarm! Das ist so fahrlässig. Oh. Das ist auch ungünstig. Du nimmst das Feuer und machst, das ist einfach klein. Das ist auch logisch. Das funktioniert nicht mit Feuer. Lädt das Spiel noch, oder? Okay. Ist das der LA Parable? 3 Uhr morgens? Warum klingelt der Wecker um 3 Uhr morgens? Und warum ist das Licht die ganze Zeit an? Aber gut, dann, gehen wir weiter. Da kann ich nicht rüber. Wir sind also in einem Hotel, könnte man sagen. Da sind Ordner aus dem Windows-Betriebssystem. Ich kann keine Tür öffnen. Private. Kann ich hier bitte rein? Scheint mir ziemlich würzig zu sein da drin. Das ist Stanley Parable, oder? Es sieht einfach so sehr nach... Oh! Random Soda. Keine Sorge, meine Arbeitskollegen. Wenn ihr einen gewaltigen Durst habt, dann habe ich genau das Richtige für euch. Ich habe das Gefühl, ich bekomme die Dose nicht sonderlich groß. Ich habe den Automat kaputt gemacht. No service ever. Hey, was soll das? Oh, lustige Geschichte. Wusstet ihr, dass es bei Fahrkarten und Getränkeautomaten, dass es daneben immer so eine kleine Metallfläche gibt, die Leute nutzen, um ihre Münze drüber zu reiben oder so? Weil ich habe das Gefühl, der Gedankengang ist dahinter... Beziehungsweise, was war der Gedankengang dahinter? Ist ja irgendwas, weil Leute sich dann einbilden, dass die Münze dann besser vom Automaten erkannt wird, was ja aber absoluter Schwachsinn ist, aber das ist an jedem Automaten so ziemlich. Ist einfach nur, weil Leute das Gefühl haben, dass es dann besser funktioniert. Nicht, weil es irgendeinen Zweck erfüllt. Das ist super faszinierend. Das heißt, wenn ihr da mal so eine schwarze Fläche gesehen habt, sie ist da, um euch zu belügen. Oh, ich würde die Random Soda jetzt so gern... Ich weiß einfach nicht, was drin ist. Ich würde sie so gern aufmachen. Aber ja, das ist ziemlich faszinierend. Wenn du etwas grabst und nah dran bist und es dann weit weg packst, wird es riesig. Du meinst, ich muss hier... Oh. Okay, der Abstand von mir zu dem Gegenstand, wenn ich ihn gegriffen habe, ist von Bedeutung. Das ist eine große Dose.
Okay, das ist gut zu wissen. Das war mal so in dem Ausweis noch nicht ganz sehr bewusst. Davon gibt es sogar ein Video, dazu gibt es sogar ein Video von Arte. Es kann sogar sein, dass ich es da gesehen habe. Kann sogar ziemlich gut sein, bei genauer Überlegung. Random Soda könnte gar nicht in Deutschland existieren, weil man die Zutaten alle hinten nennen muss. Also in unserem genormten Deutschland ist kein Platz für Random Soda. Ich liebe es, dass das der Kritikpunkt daran ist. Oh Gott. Das sind eine Menge Türen. Ich spiele aktuell Shadow Hearts 3 auf der PlayStation 2. Und da gab es auch eine Welt, wo man im Hotel in Las Vegas war und es war so scheiße. Oh, hier ist das Elternschlafzimmer. Es gibt mir Flashbacks von der Simpsons-Folge, wo der verrückte Ned, und da haben sie auch für ihn das Haus zusammengebaut. Dann geht der rüber und dann ist da die Tür und Barney schaut mit seinem Auge durch und sagt, hier ist das Elternschlafzimmer. Und dann schlägt Ned die Tür zu und dann sagt Barney, ouch. Das ist super seltsam. Wird mir ein bisschen schwindelig davon. Wir ignorieren den Raum einfach mal. Und machen den Feuerlöscher kaputt. Erledigt. Perfekt. Okay. Ich glaube, wir sind draußen soweit. Hey! Exit temporarily moved. Dann nehme ich das Exit-Schild mal mit, nehme ich an. Denn man weiß nie, wofür man das noch brauchen können wird. Ich hasse es, wenn ich rausgehen will und dann habe ich sowas vor mir. Ich wünsche, vor meiner Haustür wäre sowas auf den Boden gemalt. So eine optische Täuschung als Bild. Dann würde ich aus dem Fenster schauen, würde ich mir denken, yeah. Sieht aus, als würden Leute da reinfallen und sterben. Aber eigentlich laufen sie nur drüber. Damit würde ich eine Menge Zeit verbringen. Blumen. Perspektive scheint aber richtig zu sein. Oh Gott. Ugh. Ja, das gefällt mir überhaupt nicht. Okay. Exit ist da drüben. Nein, 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 es ist da drüben. Nein, es ist da drüben. Moment, lass mich kurz jemanden, je nachdem wie viele Nachrichten er hat, bannen oder timeouten. Er hat irgendeine Anfrage. Ich werde ihm einfach einen 24-Stunden-Timeout geben. Es war wieder der eine Moment, wo sich jemand dachte, ich glaube, der Stream hat gerade zu viel Spaß dabei zu rätseln. Ich werde ihm mal eine Lösung verraten. Deswegen sind solche Spiele im Stream immer ein bisschen schwierig. Was ist mit der Tür eigentlich? Warum steht die hervor? Gott, das stört mich. Jetzt weiß ich, dass ich fucking Exit-Schilder über die Türen hängen muss. Wisst ihr was? Nein, ich werde ihn jetzt bannen. Nein, ich habe drüber nachgedacht. Ein Timeout ist zu freundlich, ich bann ihn. Lass mich in Ruhe. Du hast mir das Rätsel ruiniert. Jetzt ist mir einfach ruiniert. Weiß nicht mal, ob das überhaupt funktioniert.
Müssen die Schilder irgendwo hin zeigen? Ich meine, sie zeigen soweit nur im Kreis. Feueralarm. Nicht vergessen zu aktivieren. Vielleicht bekomme ich Achievement irgendwann. Pass mal auf, wir machen jetzt das größte Schild der Welt, okay? Warte, bringt mir das was? Was hat es eigentlich damit auf sich? Was ist das da drüben? Ist das eine Kamera? Ich muss da irgendwie rüber. Jetzt habe ich alle verloren. Ja, was hat es mit diesem Teil auf sich? Moment, wir haben noch ein Exit-Schild. Frage ist natürlich, werde ich jetzt das gleiche nochmal probieren? Antwort ist ja. Ja, das werde ich. Vielleicht will ich nochmal von hier weggehen, ehrlich gesagt. Das war alles sehr wenig aufschlussreich, muss ich ehrlich gestehen. War das überhaupt die richtige Tür? Ich meine, da kann ich nicht entlang. Das ist schwierig. Ist das dumme Exit-Schild da oben entpacke? Ist hier nicht wirklich was. Außer also My Rumble LOL. 14 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Softlock, wollt ihr mich verarschen? Wie Softlock? Hab ich so falsch gemacht, dass ich jetzt. Die Teile respawnen doch, oder? Wie ist. Muss ich jetzt. Okay. Okay, ich habe eine Vermutung, was ich machen muss. Pass auf. Wir lassen das Schild dahin zeigen. Das Schild ebenfalls. Wir lassen alle auf diese Tür zeigen, okay? Nicht woanders hin. Ich sehe schon, es gibt nicht umsonst die Option, dass man den letzten Checkpoint laden kann. Das ist übrigens gut für mich zu wissen, dass es eine Möglichkeit ist, sich zu softlocken. So, dementsprechend, wenn ich jetzt die alle hier hin zeigen lassen würde, passiert nichts. Wie, es passiert nichts? Warum passiert nichts? Ich meine, ich schätze, ich muss mit der Perspektive irgendwas machen. Aber was? Hier ist der Schatten von diesen Teilen. Muss irgendwas mit diesen Schildern machen. Oh, ich weiß es. Ich weiß es. Pass mal auf. Pass mal auf. Ich hab's. Vielleicht ein bisschen zu steil. Ist ein bisschen nicht steil genug. Nein. Komm schon. Nein! Das mach doch! Moment, wir machen das einfach so. Hör auf, hängen zu bleiben! Zuerst, das schaffe ich. Was seid ihr von dem Plan? Auf Softlocks aufmerksam zu machen ist okay. Denn, es kann schwierig werden, wenn ich das eventuell nicht weiß. Was seid ihr von der Idee? Ich habe mich wieder daran erinnert, wie das Spiel funktioniert. Und das mit Pfeilen auf die Tür zeigen keine Sache ist, die man in diesem Spiel macht. Apropos, ich sehe nichts. Ich frage mich, wie viele Secrets es in diesem Spiel gibt.
Wahrscheinlich ein paar. Pfeil auf die Tür. Keine Ahnung, da waren Pfeile, die waren verdächtig. Aber ja, ich habe zu kompliziert gedacht. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich einfach ein Portal setzen kann. Versteht ihr? Ah ja. Eierschale. Das ist die Farbe für Eierschale. Okay. So weit, so gut. Da haben wir ja eine Menge gelernt. Was haben wir hier? Eine Blaupause. Jetzt machen wir erstmal eine Blaupause. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Gehen wir also weiter und ignorieren das Ganze. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. Yeah. But not to worry, we're working on it. Oh, okay, wir arbeiten daran, damit ich herausfinde, wo ich bin. Okay. Kannst du wieder zurück? Ich könnte das Teil rübernehmen, also ich kann zurück an sich, aber ich will nicht. Soll dieses Spiel echt creepy wirken oder bin ich weich? Weil das Spiel will ganz offensichtlich lustig sein. Wie ihr findet das? Was? Wer soll denn dieses Spiel gruselig sein? Was? Okay, das ist, wir haben deutlich verschiedene Auffassungen. Wie ist schon etwas, ist das euer Ernst? Oh Gott. Ich habe Würfel entstehen lassen. Seid ihr davon? Okay, das sind Papierhalme, wie mir scheint. Wir lassen das nochmal durchgehen. Ja, komm schon. Yes. Das Schild ist dieses Mal mit Drähten festgemacht. Das hätte ich eigentlich mitnehmen können. Wisst ihr, was gruselig ist? Den Briefkasten zu öffnen und Briefe vorzufinden. Also wie funktioniert das hier gerade? Okay, es ist an die Wand gemalt. Und die Lampe ist... Aha. Oh, da ist ein X am Boden. Irgendwas scheint mir hier zu fehlen. Fehlt dieses kleine Stück da unten rechts. Ich dachte, dass es die Lampe ist, aber ich bin mir inzwischen nicht mehr so sicher. Vielleicht finden wir dafür irgendwas, was ich da ranhalten kann. Ein Aktenkoffer zum Beispiel. Dass der wohl gefüllt ist. Mit Akten. Können wir schreddern? Warum ist da eine Bremsspur an der Wand? Noch eine Bremsspur. Mehr Bremsspuren. Das ist ein Tisch. Oh. Oh. Ja, das ist ein befriedigendes Rätsel, wenn ihr mich fragt. Das ist ein gutes Rätsel. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ja, das Gefühl, das Rätsel ist noch nicht ganz vorbei. Ich meine, ich kann den Wurf auf jeden Fall groß genug machen, um da hochzukommen, aber... Wie komme ich dann auf den Würfel? Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen, zufälligerweise?
sollte irgendwas Auffälliges auffallen. Ich könnte... Oh. Ich hab's herausgefunden. Weil der Würfel ist fake! Das ist gar kein Würfel! dieses dumme Spiel. Ja, so komme ich nicht hoch auf den Würfel. Okay. Nein! Nein! Okay, warte, wir können es nochmal versuchen. Okay. Hör auf, runterzuspringen! Ich glaube, das Teil verliert das Gleichgewicht, wenn man erstmal hochgesprungen ist. Der Würfel ist voller Lügen. Das war kein Würfel, das war... Lügenwürfel, komm mal rüber. Ich brauch dich. Muss mir dabei helfen, die Perspektive in den Griff zu bekommen. Wir hüpfen hier rüber und dann... Oh. Oh, warte, da rechts ist noch... Ich vermute, es gehört zum Exit dazu. Das ist doch nicht ganz richtig. Das Exit ist auf jeden Fall in die Tür gemacht. Wisst ihr was? Wir gehen zur anderen Seite rüber. Und schauen uns das mal an. Das ist viel zu weit weg. Hier irgendwas? Das Panzertepper der Wand hat mich doch ein bisschen verwirrt. Wirst du anscheinend es heute durchzuspielen? Ich werde mal schauen. Ich weiß nicht, ob ich dazu in der Lage sein werde, aber ich denke ja, wäre ganz nett. Also, pass auf. Wir stellen das Teil wieder zurück. Ich werde wieder hochspringen. Dann nehme ich das mit hier hoch. Perception is reality. Ich weiß! Das ist zu hoch. Geh mal weg. Zuerst geh mal runter. Du bist mir im Weg. So, wenn ich mich hier drauf stelle und dann... Wo muss ich mich hinstellen, damit ich das, was da geschrieben steht, lesen kann? Was soll mir das sagen? Oh. Ich hab's. Oh. Schau ich das an. Das ist die kleinste Tür der Welt. Okay. Ernsthaft. Wollt ihr mich verarschen? Drei Leute schreiben, du musst näher ran. Okay. Oh mein fucking Gott. Warte. Moment. Zwei davon, erste Nachricht im Stream. Oh mein Gott. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Sub only Chat, lass mich in Ruhe. Ich hab keine Lust, sowas funktioniert nicht. Das ist verblödet. Also. Das heißt, ich müsste 5 Euro zahlen. mich zu nerven.
Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Fabio, dass Leute sind, die einfach nur speziell reingeschaut haben, um zu nerven. Würde mich nicht wundern. Das ist immer das Problem, wenn der Stream zu viele Viewer hat. Also, zu viele. Ich habe das Gefühl, man lockt gerne Leute damit an, die einem das Spiel ruinieren wollen. Ist immer ein bisschen schwierig. So, es funktioniert in kleineren Streams besser. Oder man macht Sub-Only-Chat. Verzeihung an alle Nicht-Subs da draußen. Aber es funktioniert sonst nicht. Oh, jetzt sind 4 Euro, nicht 5 Euro. Verzeihung. Gehen wir weiter. Oder Emote-Only-Chat finde ich nervig. Ich meine, ich will mit den Leuten ja kommunizieren können. Ich will noch nicht, dass mir irgendwelche random Leute, die erste Nachricht im Chat haben, mir Lösungen vorwegnehmen. Ist ein bisschen kritisch. Okay, wie auch immer, reden wir nicht darüber. Sondern, erstmal brauchen wir den Würfel. Wenn wir den Würfel haben, können wir uns etwas weiter nach oben stellen. Aber wir wollen uns sogar sehr weit nach oben stellen, wie mir scheint. Ah, das sollte passen. Na, das bekommen wir oh Gott, größer hin. Größer. Yeah. Warte, so kann ich hier nicht rauf. Vielleicht zu groß. Ich dachte, ich nehme eine Treppe, wie ich da an der Seite hoch kann. Aber dann wiederum, warum sollte ich mich dann auf den Würfel stellen? Das ergibt auch nicht wirklich Sinn. Okay. Schaut euch das an. Absolut prachtvoll. Das Spiel mag Schach, wie es scheint. Yeah. Eine gute Partie Schach. So, wir gehen da ran. Komme ich nicht wirklich so hoch? Oh, ich habe das Teil. Ja, ich habe da oben was weggenommen. Jetzt bestimmt irgendwo noch was zu sehen. Irgendwo ist ja noch ein Teil zu holen. Aber warte, was bringt mir das überhaupt? Bringt mir das überhaupt irgendwas? Was bringt mir die Schachfigur? Oh. Okay. Gut, dann, wir müssen nur den Würfel größer bekommen. Scheinbar kann ich auf die Schachfigur draufspringen. War das die richtige Lösung, aber habe ich gerade geskippt? Habe ich gerade den Skip meines Lebens an den Tag gelegt? Würfel. Jetzt wird aber gewürfelt. Eins ist die Schachfigur. Oh, warte, ich kann hier rausgehen. Ich habe ein Loch in die Wand gemacht. Ich kann einfach rausgehen. Gott, es ist einfach, es gibt so viele Dinge, die man einfach komplett übersieht. Das hast du nicht gesehen? Ich habe es nicht realisiert, ich dachte, ich komme von da und ich habe nicht weiter drüber nachgedacht. Ey. Was hat es mit dieser winzigen Tür auf sich? Gibt's überhaupt ein richtig oder falsch? Yeah. Ich denke schon. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Hallo, we still Glenn can't Pierce. Find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Das wird funktionieren, also werde ich mir keine Sorgen darum machen. Ja, ich weiß, wir haben den Würfel bekommen, aber ich weiß auch echt nicht, was ich damit machen soll.
Vielleicht war der Würfel ein Easter Egg oder so? Ich habe keine Ahnung. Schön hier. Kleines Glasdach. Stell dich mal vor, wie nervig das wäre, ein Glasdach zu haben. Hier müsste ich die Scheiße irgendwie reinigen. Na, das Wintergartenleben ist kein Leben für mich. Da komme ich nicht durch. Feuerlöscher. Feueralarm. Ganz wichtig. Ich meine, ich habe sowieso schon so viele verpasst, aber. Vielleicht werden wir sie noch alle erwischen. Unwahrscheinlich. Also ich vermute, dass da oben will mir irgendwas zeigen. Oder auch nicht. Das ist auf jeden Fall sehr, ich will niemand zu nahe treten, aber farblich sehr geschmacklose Sessel. Es tut mir leid. Dass ihr es auf die Art erfahren müsst. Ich kann hier auch noch hin zurück. Ich vermute, dass ich irgendwas mit dem Dach machen muss. Vielleicht den Schatten? Exit Signs zeigen mir, wo es nach draußen geht, meinte er. Diese geöffneten Fenster da oben. Die sind verdächtig. Ich kann hier aber auch nicht weiter. Die sind einfach so verdächtig. Und der Mond. Hallo. My name is Dr. Glenn Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Okay. Hey, ich habe eine Tür! Ich habe eine Tür gefunden! Der willkommen, Rasex. Wir machen die noch ein bisschen größer. Yes! Oh, das war eine Lösung. Der Mond war die Lösung all unserer Probleme. Seize the day. Okay. Ich habe kein Spiegelbild. Kann ich jetzt meine Eltern verprügeln? Oder war das nur eine Lüge? Oh, der Loading-Screen, der lange dauert. Das ist ein alter Comedy-Klassiker. Wie sind wir denn hier? 4 a.m. Okay. Dann würde ich sagen, wir marschieren munter los. Der Mond besteht überhaupt nicht aus Käse, der Mond ist aus Zuckerstückchen. Habt ihr nicht das Benjamin Blümchen-Hörspiel gehört, das ich gehört habe, als ich 6 Jahre alt war? Ist einfach nur Zuckerstückchen. Was soll diese Käsenummer? Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben. Wo soll der herkommen? Absolut lächerlich. Der Automat ist wieder mal kaputt. Außer Metalizer, 4 Monate, Resub, wie vielen Dank. Käsezucker? Weil reden wir von Laktose? Reden wir von dem Milchzucker? Auf dem bin ich nicht gut zu sprechen. Apropos nicht gut drauf zu sprechen. Oh, da vorne ist alles gedämmt. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Schau ich das an, sieht aus wie
Sieht aus wie das Zimmer von dem Streamer, der sich echt wichtig fühlen will. Deswegen sagt, oh, ich glaube nicht, dass Möbel ausreichen, um den Schall zu brechen. Ich bin nämlich ein echtes Aufnahmestudio. Während YouTube und Twitch Audio Bitrate einfach alles auf Mobile-Niveau runtercrusht. Warte, was ist das? Monsters Käse, aber aus ekelhaften Frischkäse. Weil du magst Frischkäse nicht. Stimmt, mit Frischkäse nicht. Ich habe das Gefühl, das wäre ein cooles Spiel für VR. Auch wenn es wahrscheinlich unmöglich wäre, die Größe von irgendwas einzuschätzen. Aber ich glaube einfach, dass es super cool wäre. Wer mag Frischkäse? Ich mag Frischkäse. Ich habe letztens Frischkäse erst gekauft. Am Donnerstag. Sterne. Frischkäse nicht mögen ist halt echt, das ist ein Hot Take an der Stelle. Okay, weißt du was? Wenn der Mond nicht aus Käse ist, wieso es dann die Milchstraße gibt, das kann ich auch nicht beantworten. Ich vermute, ich muss ein Sternenbild bilden. Sowas wie den großen Wagen, kleinen Versager, den wütenden Seemann, den betrunkenen Onkel. Irgendwie sowas in der Richtung. Verzeihung, wenn euch ein bisschen schwindelig davon wird. Ich bin auch sehr verwirrt. Vielleicht will ich irgendwas mit in diesen Sternraum nehmen. Ich war nur sehr fasziniert davon. Schaut euch all die Europaletten an. Wenn ihr die abgebt, habt ihr ausgesorgt für euer Leben. Ich denke, wir gehen einfach mal weiter. Okay, wir gehen weiter. Okay. Exit sein, dass ich nicht wegnehmen kann. Ich mag die Farbgebung von hier. Das gefällt mir. Oh. Der Sprecher ist hier. Es ist Stanley Parable. Bin ich der Sprecher? Your friendly doctor, P.S. We get through this. Zwinker-Smiley. März 1991. Ich weiß nicht, ob Smileys ohne Nase im Jahr 1991 eine Sache waren. Sind momentan bei 12 Euro pro Palette. Ich dachte, die wären bei 25 oder 50. Aber ihr müsst wissen, ich habe auch nicht so viele Paletten. Ja, das ist auf jeden Fall Schaltschema. Der Stromkreis ist geschlossen, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Da muss ich doch irgendwie reingehen können in den dummen Kalender. Was ist das? Das Thermostat runter. Weißt du, wie viel das kostet? Das ist alles sehr suspekt hier, muss ich sagen. Raum da hinten war alles bei dir. Da ist ein Würfel! Es wird gewürfelt. Oder auch nicht. Hauptsächlich nicht. Oh. Ah, okay. Ich denke, wir gehen einfach hier entlang. Sag mal, wer wirft seinen dummen Becher mit der leeren Cola unter die Bank? Psychopathen machen das. Genauso wie Psychopathen so einen Raum anlegen. Hat einen Boden wie eine Turnhalle, aber er ist leer. Sind die... Oh ja, da sind Äpfel auf dem Würfel. Das ist mir nicht aufgefallen. Da ist noch einer. Sollte passen. So. Würfel. Halber Würfel. Okay. Sei nicht so winzig, Würfel. Ich
brauche dich nämlich. Yeah, Problem gelöst. Hier können wir nicht durch, denn das Band sagt uns, wir dürfen da nicht durchlaufen. Dann würde ich sagen, ich weiß, wo ich hingehen werde. Vorsicht, da ist ein feuchter Boden. Symbolic Meaning, Dream Diary, Eier, Milch, Schokolade, Space. Are you lucid dreaming? Okay, wir müssen zum Exit, um aufzuwachen. Das ist die symbolische Bedeutung von Gehirnwellen. Mhm. Online-Purchase. Was hat er gekauft? Bubble Wrap. Please include Bubble Wrap. Verständlich. Dazu muss ich sagen, ich habe das Gefühl, Leute, Luftpolsterfolie ist schwer overrated. Leute tun immer so, als ob es so spaßig wäre, aber es ist halt... Es ist bestimmt spaßig, wenn du 3 Jahre alt bist, aber komm schon. Ich versuch's immer wieder mal, die Luftpolsterfolie zu ploppen, weil ich das Gefühl habe, die Gesellschaft will es von mir, aber ich fühl's nicht. Und spiel's. Es war von dir und Fully die Empfehlung, oder? War Jolly noch dabei? Irgendwie einer von euch. Das ist alles sehr glänzend hier. Professional tip: The average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Okay. Wir müssen also unser Gehirn überladen, um aus dem Traum aufzuwachen. Ich habe bei meinem unangenehmen Nachbarn Luftpolsterfolie vor die Tür gelegt. 2 Stunden später spielt er damit. Was? Warum legst du Luftpolsterfolie vor die Tür von deinem Nachbarn? Was? Diese Anekdote wirft so viele Fragen auf. Genauso wie diese Würfel. Warum sind die so verzogen? Das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir sogar überhaupt nicht. Es wäre doch mal größer! Oh mein Gott. Na, das sollte passen. Yes. Weil er 2 bis 4 Stunden nachts immer noch laut Musik anhat, immer, und ich wollte die Folie loswerden. Diese Geschichte. Ah, oh Gott, die Würfel. Diese Geschichte. Employees only. Ich bin Streamer und kein Angestellter. Ich bin mein eigener Chef. Kann ich die Würfel von hier aus mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Und ich kann hier auch nicht wirklich... wir können hier einfach weiter. Okay. Im Spiel gibt es viele Secrets, oder? Sind die Secrets eigentlich interessant? Oder sind die eher belanglos? Oh nein. Oh nein, was ist das?
Oh nein. Da haben wir noch so ein Teil. Mal so, mal so. Mal sieht man sie und mal wieder nicht. Moment. Okay, er kann nicht darüber, weil er oben ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich überhaupt anfange. Was überhaupt meine Perspektive sein soll hier gerade. Ja, der Nachbarin, die Mülltonne kontrolliert hat, sie wusste immer, von wem welche Mülltüte ist. Das würde mich sehr stören. Das würde mich sehr, sehr, sehr stören. Die Perspektive, würde mir die was bringen? Auch nicht wirklich. Ich kann hier auf jeden Fall drauf springen, aber... Ich vermute, ich muss mir hier irgendwie einen Weg aus diesem Zeug bauen, aber... Ist halt auch echt nicht wie. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das schaffen soll. Weil in meiner Welt würde ich einfach so rüberspringen, aber das funktioniert nicht. Sind wir noch im Tutorial? Ich glaube, wir sind bei der Hälfte des Spiels oder so. Denke ich. Allzu lange sollte es nicht gehen. Dieser Raum ist gerade kompliziert. Vielleicht muss auch einfach alles nur im Boden verschwinden und ich denke, viel zu kompliziert. Update ist nicht die Lösung. Aber was ist die Lösung? 3, 5, 6. Die Teile sind nicht mal Würfel. Außer von Pummi, 3 Monate, Resub, wie viel lieben Dank. Aber man muss durchs Dachfenster weg. Ist das ein Fenster? Ah, da komme ich ja auch nicht hoch. Ich meine, das Exit-Schild zeigt nach oben. Oh, ich könnte da nach oben. Warte mal. Irgendwie, wenn ich es richtig anstelle. Wie stelle ich das am besten richtig an? Also ich könnte hier raufspringen. Ich kann da nicht hoch. Das ist zu weit weg. Das geht auch so weit nach oben. Da kann ich auch nicht rauf. Ich sehe leider aktuell nicht, wie diese Teile miteinander interagieren können. Ich meine, wollen mir die Würfel irgendwas sagen diesbezüglich? Das hat auf jeden Fall irgendwas mit der Perspektive zu tun, aber was? Aber
Was hat es mit der Perspektive zu tun? Das ist die Lösung. Ich hab's zu kompliziert gedacht. Oh Gott. Einfach zu kompliziert. Einfach zu kompliziert. Die Perspektive also, ja. Außerdem von Mia, egal. Frischer Sub, vielen lieben Dank. Oh Gott. Viel zu kompliziert. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Ungünstig. Boom, wir haben's. Instant. Außer von Luca Dacci. 49 Bits. Vielen lieben Dank. Die lagen noch rum. Ich nehme alle Bits, die noch herumliegen. Oh. Das sind eine Menge Würfel. Naja, dann, dann bauen wir uns mal einen kleinen Weg aus den Würfeln, würde ich sagen. Ja, ein bisschen größer. Ein bisschen größer! Ja, so in der Richtung. Der Trick ist, man muss sie nehmen, wenn sie noch klein sind. Das ist mal ein Würfel für mich. Ich habe eine Menge Würfel für dich. Oh. Ah. Los geht's. Oh Gott, meine Gelenke. Warte, wir sind wieder hier. Stell dir mal vor, ihr fallt so auf die Füße. Ihr müsst euch. Ihr könnt nicht einfach auf die Füße fallen. Die werden einfach brechen. Wie Streichhölzer. Hm. Sie wollen mir also sagen, ich sollte da reinfassen. Verstehe ich das richtig? Apropos. Bei mir ist, als ich mein ganzes Regal mit dem Konsolenzeug und sowas vor 2 Wochen, als ich das eingerichtet habe, da habe ich auch zwei Verlängerungssteckdosen angeschlossen und sowas. Und dann, als ich das Ganze mal testen wollte, habe ich die Steckdosen halt angemacht und ist die Sicherung rausgeflogen. Soweit nichts Ungewöhnliches, nicht sicher, woran es lag, aber im zweiten Versuch hat es dann geklappt. Und meine Lautsprecher, die ich am Fernseher angeschlossen habe, die sind dann irgendwie angegangen und sind beim Hochfahren hängen geblieben. Und dann habe ich sie ausgesteckt, wieder eingesteckt und dann ging die irgendwie nicht mehr an. Das war ziemlich unangenehm, habe ich sie für eine Woche nicht verwendet. Dann habe ich sie ausgesteckt, dann habe ich sie wieder irgendwann angesteckt, dann ging sie wieder. Und das ist, das ist meine kleine Anekdote dagegen. Leute beschweren sich immer, dass der Tipp kommt, haben sie schon versucht, das Gerät ein- und auszuschalten oder ein- und auszustecken, aber es ist die Lösung in so vielen Fällen. Leute, die nur von normalen Objekten träumen, sind dermaßen langweilig. Okay. Dream Layers of Mind. Oh, wir sind in verschiedenen Traumlayer. Und wir sind gerade hier. Das heißt, wir haben noch 5 weitere vor uns. Wir sind auf 3 von 8. Ich denke, wir haben noch ein bisschen was vor uns. Feeling lucky? Nein. Ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl, ich bin, wenn es um irgendwelche Glückdinge geht, beschneide ich immer sehr schlecht ab. Bald. Du fließt, es gibt Würfel, es ist eins von diesen Cube Escape Spielen, von denen ich so viel gehört habe. Ja.
Davon kam, glaube ich, heute ein neuer Trailer oder sowas raus, habe ich auf Twitter gelesen. Oh, und jetzt sind wir im vierten Layer. Wir sind in der Halbzeit. Private. Da werde ich auch nicht reingehen. Ich würde niemandes Privatsphäre jemals stören. Und Radio. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Nah. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Kann ich mich nicht mit identifizieren. Tut mir leid. Okay, gehen wir weiter. Und ich werde den Dream Soda Automaten dieses Mal skippen. Der erinnert mich so an Stanley Parable. Ja, das habe ich anfangs auch schon gesagt. Ist das jetzt Stanley Parable an dem Punkt? Sollte davon nicht auch ein zweiter Teil kommen? Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das ist kein Raum, in dem ich in der Dunkelheit sein will. Warum leuchtet das Licht rot? Das ist nicht rot, das ist weiß. Okay. Das ist wird noch zum Horrorspiel. Die Straßen sind geschlossen. Immer schnell zum Licht laufen, nicht stehen bleiben. Die Angst vor der Dunkelheit ist ganz natürlich. Okay. Ich hasse es, dass ich, wenn ich die Teile sehe, dass ich genau auf meiner Haut fühle, wie es sich anfühlt, durch die durchzulaufen. Und es fühlt sich eklig an. Wofür sind die Teile überhaupt? Hey, jemand hat hier rote Farbe verloren. Oh Gott. Tür ist geschlossen. Keine rote Farbe für uns. Gehen wir einfach weiter. Ignorieren wir, denken wir nicht weiter drüber nach. Diesem Gang fehlt nur noch ein entferntes Kinderlachen. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich dieses Klischee von gruseligen Kindern. Ich glaube, das habe ich schon öfter angemerkt, aber Kinder sind Erwachsenen mit so viel Abstand deutlich unterlegen. Was will ein Kind machen? Ich packe ihn am Hosenbund und werfe ihn aus dem Fenster. Wo ist deine Horrorgeschichte jetzt? Wisst ihr, wer gruselig ist? Jemand, der körperlich überlegen ist und geistig. Ich bin klüger als ein Kind. Als die meisten Kinder. Ja, ein Kind kann ich einfach umboxen. Und nein, ein Mörder. Beans. Ich persönlich hätte lieber am liebsten den Mittwoch. Da gibt's nämlich Mörder. Was mache ich jetzt eigentlich hier drin? Kann ich das Licht mitnehmen? Nein, dieses Mal nicht. Clowns sind auch gruselig. Ja, es geht, denke ich. Das Gefühl, dass Clowns auch wieder so... Clowns und Kinder sind halt so ein Klischee. Apropos Klischee, wo will ich jetzt am besten hin? Sehe ich hier irgendwo den Weg, den ich... Oh. Oh. Neuigkeit, ich habe den Weg gefunden. Das Gruseligste an Kindern ist die Verantwortung. Oh Gott, ich dachte kurz. Es heißt die war die. Das ist Deutsch. Diese Deutschen. Denen kann man nicht böse sein. Tatsächlich gab es einen Joke mit Die und Diet Soda auch in den Simpsons. Folgen wir der roten Masse? Ich würde übrigens nicht so drüber laufen, wenn du da ausrutscht. Das ist ein unnachgiebiger, harter Boden.
We're still hard at work on the Stanley Parable Ultra Deluxe, which will bring hours of new content to every major PC and console platform. Sollte 2019 released werden, also kommt es nie. Ich habe das Gefühl, ich sollte einfach ausrutschen, wenn ich da drüber laufe. Schau ich die Fliesen an. Die sind nicht ganz so gut wie in Far Cry 2. Aber ich denke, das sind grafisch erstklassige Fliesen. Auch wenn das Blut ein bisschen aussieht, als wäre es Wachs oder so. Aber die Fliesen, schaue ich an, wie auch ein bisschen das Licht da reflektiert. Das ist einfach. Vielleicht ist das einfach mein grafisches, meine grafische Vorliebe. Reflexionen an Fliesen. Das ist jetzt kein Resident Evil 4 Treppen. Resident Evil 4 Treppen sind nicht gut. Das, was in Resident Evil 4 gut war, war das Feuer. Und das Spiel an sich. Beans. Na gut, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Okay. Ich will da versuchen, außen rum zu laufen, nehme ich einfach mal an. Ah. Da haben wir einen kleinen Weg. Oh, das ist auch ein bisschen gruselig, hier entlang zu laufen. Ist das von, wurde das von Moria Goblins erbaut? Oh, da geht's nicht weiter. Je weiter ich das Spiel, muss ich sagen, dieses Spiel würde halt in VR wirklich gut funktionieren. Stell euch die Stelle vor. Ich sage es euch, wisst ihr, was euch da auf Grundeis geht? Der Arsch. Okay. Soweit, so gut. Höhenangst kann ziemlich mächtig sein. Das weiß ich seit dem Traum letztens, wo ich eine viel zu lange, viel zu enge Treppe mit sehr winzigen Stufen und ohne Geländer an der Seite runtergehen musste. Das war ein unschöner Albtraum. War mir immer noch ganz schwummrig, als ich aufgewacht bin. Davon habe ich gestern erzählt, aber es nagt an mir, versteht ihr? Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. Yeah, you feel this way reden. Because you want the kind of happy life you see all around you. The kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Okay, gut. Außer von Linky, 20 Monate. Resub, vielen lieben Dank. Keine Sorge, wir werden an der Wertlosigkeit deiner Existenz schon noch arbeiten. Der Fliesenboden erinnert mich irgendwie an das Zollamt hier. Die hat, glaube ich, denselben. Das kann ich doch. Das ist auch beim Zollamt. Das ist gar kein Videospiel. Seht ihr, das könnte gruselig sein, wenn man ängstlich ist. Aber in Wirklichkeit ist es nur eine Schachfigur. Weil hier jemand Schach spielt. Es sind aber keine schwarzen Figuren da. Das heißt, er hat wahrscheinlich nicht viele Mitspieler, würde ich raten. Oder so eine Situation, wo jeder seine eigenen Schachfiguren mitnimmt. Aber meine sind aus Mahagoni. Kann ich mich da durchquetschen? Nah. Shipping Box, Rice Cakes and Assorted Candies. Oh, das wäre das Leben. Ein Karton voll mit Kuchen und Do Not Turn Around. Das sind auch die Rice Cakes. Ja, yeah, das wäre das Leben. Ich habe ein richtig cooles Zelda-Schach. Das klingt ganz cool. Schach kann man irgendwie mit jedem Franchise machen, habe ich das Gefühl, so ein Set damit. Sind dann wie bei Bowling mit Motiven und so. Was ist bei Bowling mit Motiven? Die Kugel? Oh, du meinst so ein Muster. Ich glaube, ich gehe mal ins Dunkle. Hallo? Sag mal, wer ist der Schachfreund? Wir haben ja eine Menge Schachfreunde. Da ist ein Pfeil. Oh, okay, warte. Oh, es geht nach oben. Oh, wir haben es geschafft. Okay, soweit so gut. Bananas in Pyjamas Schach. Ja, Dragon Ball Schach sehe ich. Ich könnte mir auch einen Isaac Schach gut vorstellen. Warning.
You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Ich habe übrigens absolut keine Ahnung, worum es in diesem Spiel geht. Oh, eine Bowlingkugel als Dragon Ball wäre auch cool, aber die mit den 4 Sternen, das ist wichtig. So, jetzt können wir mal ein bisschen Licht hier machen. Nein, das ist ein kleines Licht. Ich will ein großes Licht. Yeah. Gibt es hier irgendwas zu sehen? Irgendwas von Belangen? Nicht so wirklich. Ich kann hier aber rausgehen. Vielleicht haben wir hier irgendwo was. Denn hier geht es nicht mehr weiter zurück. Oh. Verstehe. Versuchen wir mal hier hoch zu klettern. Ich habe gehört, wir haben hier noch ein Bananas in Pyjamas der Schachset herumliegen. Was mochtet ihr an der Serie mehr? Die Bananas oder die Pyjamas? Ich erinnere mich null an diese Serie. Wisst ihr, was eine Sache ist, was eine kleine Videoreihe ist, die ich das Schach. Oder ein Videoformat ist, das ich eigentlich super... Ich mag es übrigens auch, wie das Licht reflektiert am Boden. Was ein Videoformat ist, das ist eine Idee, die ich sehr mag. Und ich glaube, das sollte ich, will ich auch machen. Beziehungsweise so will ich es auch machen mit dem Weihnachtsmann und Kokake-Video. Aber keine Ahnung, wo ich vielleicht irgendwie von der Serie, die ich seit sehr langer Zeit nicht mehr geschaut habe, ein paar Folgen anschaue und dann sehe, wie meine Erfahrung war. Bananas in Pyjamas wäre ein heißer Kandidat dafür. Denn ich glaube, Bananas in Pyjamas kommen auf stolze 20 Jahre, seit ich die zuletzt gesehen habe. Ich Blut. Och, da wird mir gleich schlecht. Tut mir übrigens leid, wenn die ganze Dunkelheit in dem Spiel ein bisschen, da können wir nicht rein. Ein bisschen fürchterlich aussieht im Stream und auf Video. Können wir nicht... Wie bekommen wir das am besten rüber? Ist da ein Glas offen? Na, hier ist überall Glas. Da kann ich nicht so einfach durch. Ja, das Blut sieht nicht wirklich wie Blut aus. Vielleicht ist es auch gar kein Blut am Ende. Es würde mich nicht mal wundern, wenn das bei rauskommt. Das hätte mir jetzt nicht so viel gebracht, wie ich mir gewünscht hätte. Muss ich ehrlich gestehen. Vielleicht will ich auch einfach nur rüberleuchten bei genauer Überlegung. Damit ich da drüben ein bisschen mehr erkennen kann. Oh ja, ich habe gerade was gesehen. Ich habe gerade was sehr Verdächtiges gesehen. Pass mal auf. So funktioniert es nicht mit dem Leuchten. Komm schon. Du musst vernünftig rüberleuchten. Das ist immer noch nicht vernünftig. Okay, wir müssen das Teil größer bekommen. Ja, yeah, jetzt kann ich auch endlich mal was sehen. Bananas mit Pyjamas, weil sie sich gut verstehen. Bananas mit Pyjamas wollen Teddys necken gehen. Jetzt wollen Teddys necken gehen? Jetzt können wir auch endlich mal was... Ich glaube, wir sind in der Kantine. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Das ist eine riesige Taschenlampe. Was soll das denn jetzt? Wo ist das Messer hin? Irgendjemand hat das Messer mitgenommen, das gefällt mir nicht. Ah.
dabei sind. Ich habe letztes Mal wieder einen Digimon-Marathon gemacht. Ich wollte die neue Digimon-Serie, beziehungsweise ich habe davon die ersten paar Folgen geschaut, welche irgendwie der Digimon-Film waren. Das fand ich seltsam. Und dann gab es nicht viel mehr neue. Und jetzt, wo es sehr fertig ist, wollte ich das eigentlich anschauen, aber Crunchyroll läuft die ganze Zeit Werbung und ich wollte mir jetzt auch nicht Premium holen dafür. Vielleicht werde ich das mal machen. Ich glaube, ich will das Digimon-Reboot mal welche anschauen. Hunt. Das sind eine Menge Lagerräume hier. Natürlich läuft irgendwie Digimon Ghost, bla bla. Du meinst Kinofilm? Das ist eine optische Täuschung, die clever ist. Der Kinofilm sind irgendwie die ersten 4 oder 5 Folgen. Da bekomme ich direkt eine Idee. Wir sind in der Kantine angekommen. Wir haben eine Menge Bohnen. Das ist doch ganz hübsch hier. Sogar die Stühle sind schon hochgestellt, damit die Putzfrau durchwischen kann. Oder das Putzpersonal, besser gesagt. Ich denke, wir wollen in die Küche gehen. In eine der Küchen. Wir können aber auch Bohnen mitnehmen. Telefon? Hallo? Hallo? Das sind so große Töpfe. Da bekomme ich direkt Hunger. Hunger auf Bohnen. Mehr Bohnen. Jungs, die Bohnen gehen aufs Haus. Nutrition Facts. Okay, wir haben 112 Gramm gefettigte Fettsäuren. Polyunsaturated Fat, ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall eine Menge Salz und Fett in diesen Bohnen. 0 Gramm Protein. Ich habe das Gefühl, die Bohnen sind nicht gut für dich. Vielleicht sollten wir die Bohnen nicht essen. Ungesättigte Fettsäuren dagegen. Das ist das Leben. Lass mich noch in die linke Küche schauen. Ich will doch nicht einfach so weitergehen. Ich dachte, ich kann die Teile vielleicht... Oh, warte mal. Fenster sind... Wollen wir durch ein Fenster rausspringen? Was haltet ihr davon? Seid ihr bereit für ein Abenteuer? Denn, es gibt nichts, was uns daran hindern könnte. Lass mich das anders machen. Vielleicht ist sie ein bisschen zu groß geworden. Was mache ich jetzt mit dieser riesigen Dose? Die bringt mir doch nichts. Kann ich auch nicht hoch... Kann ich da hochklettern? Ich kann da fast hochklettern. Ha. Wir müssen sie wieder ein bisschen kleiner bekommen. Okay. Okay, das ist richtig. Das ist der richtige Winkel. Wir brauchen nur noch mehr Dosen. Wir gehen jetzt aus dem Fenster nach draußen in die Freiheit. Dort, wo die Dosen wohnen. Okay, komm schon. Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Hilft das?
schon. Ich weiß doch, dass wir es gleich haben. Sie weiß, das wäre alles kein Problem, wenn ich die andere Dose einfach richtig hinstellen würde. Oh oh. Okay, los geht's. Nein! Nein, 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 nein. Warte, warte. Warte, warte, warte. Das schaffe ich. Ich kann nicht raus. Ja, wir haben noch zwei Dosen, glaube ich. Ich kann da nicht rausspringen. Das ist eine unsichtbare Wand. Das ist so enttäuschend. Das ist so enttäuschend. Wofür habe ich mir die ganze Mühe gemacht? Das ist nicht mal ein richtiges Fenster. Das ist einfach nur aufgemalt oder so. Ich dachte wirklich, wir könnten jetzt ein cooles Secret finden. Das sind Avocados. Too many, how many, really? Ich weiß nicht. Yeah. Enjoy Avocados. Ich denke, Avocados sind okay. Ich hätte nicht das Bedürfnis, mir eine zu kaufen. Hast du die roten Eimer gesehen? Oh ja! Yeah. Oh ja, yeah, stimmt. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber es war Farbe, was wir ganz in am Boden gesehen haben, oder? Weil da rote Farbe war. Lass mich in Ruhe. Okay. Puh. Wir sind einen Layer weitergegangen. Okay, da waren einmal mit roter Farbe vorhin. Das heißt, wir haben keinen Mörderfall bei uns. Unter uns. Keinen Mörder unter uns. Gehen wir direkt weiter. Sieht immer noch so sehr nach Stanley Parable aus. Oh Gott. Puh. Da muss ich ein bisschen aufstoßen. Pushbar to open. Das mache ich nur mit Vergnügen. Die sind festgeschraubt. Was für eine Konstruktion. Vor allem, was mir daran am besten gefällt, ist, sie haben in die Fliesen gebohrt. Aber sie haben die Fliesen dabei nicht beschädigt. Und das ist, denke ich, eine respektable Leistung. Das Messer war für die Avocados. Da waren Avocados. Ich habe nur ein Schild davon gesehen. Das war nicht so schwer. Also nur das Avocado-Schild. Hits. Okay. Das Problem ist nur, dass die andere Musik im Hintergrund noch gelaufen ist und es ein bisschen übertönt hat die ganze Zeit über. Das hat die Sache etwas sehr erschwert. Wenn ihr denkt, dass ich das aufgeben werde, dann liegt ihr falsch. Wir machen jetzt unendliche Türen. Die Tür wird von der Größe immer halbiert. Sind umgefallen. Beeindruckend. Absolut beeindruckend. Was ist damit? Oh. Schwierig. Cremefarbener Feuerlöscher ist zwar eleganter, ich glaube, das ist keine gute Idee. Hey. Seht ihr, jetzt hat sich alles gelohnt. Domino Day ist wird neuer Rekord. Der gute alte Domino Day. Alarm! Es brennt!
Irgendwann muss doch mir jemand zuhören. Ja, das ist das Leben. Ich frage mich, ob ich so viele machen könnte, bis das Spiel anfängt zu laggen, aber ich werde mal damit aufhören. Und ich kann hier rüberspringen, sehe ich gerade. Und das hat die Sache etwas erleichtert. Oh. Ach, und die Tür ist nicht aufgemalt. Die ist jetzt echt, okay. Es gibt auf jeden Fall dieses Teil mit den Wolken. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways. And other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Oh nein. Oh, bitte nicht. Bitte nicht. Es tut mir leid. Okay, sie haben aufgehört. Wurde auch Zeit. Denn das war kurz davor, wirklich anstrengend zu werden. Bleib mal da oben. Wecker, Freund. Nein. Da hoch. So. Yeah. Zum Glück haben wir noch den Snooze-Button gefunden. Sonst wäre das unangenehm geworden. Das war die Definition meines Albtraums. Es war auf jeden Fall ein sehr schrilles Geräusch. Und es war aufzuhören. Wolken. Mehr Wolken. Da ist der Apfel, von dem ich schon so viel gehört habe, noch mehr. Und jetzt machen wir riesige Äpfel. Was ist mein Ziel? Was mache ich hier eigentlich? Außer riesige Äpfel. In die würde ich reinbeißen, wie ein Pferd. Linken Bumper drücken zum Drehen. Was drehen? Ach ja, das. Und dann? Ich denke mal, mit dem linken Bumper ist der linke Stick gemeint. Das ist ein großer Apfel. Muss ich ihn von dem Schalter runterbringen? Ist das eine Sache? Ich habe das Gefühl, ich tue mir hier gerade keinen Gefallen, damit, dass ich alles mit den größten Äpfeln der Welt zumülle. Aber da ist ein, technisch gesehen ist niemand mehr auf dem Schalter, oder? Der größte Apfel der Welt. Ich glaube, ich muss neu starten. Nein! Warum? Warum das? Warum müssen wir ausgerechnet das? Wir sind raus. Wir sind raus. Okay. Außer von Eilia. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Kein Wunder, dass keine Herzen zu finden sind bei den ganzen Äpfeln. Ja. Yeah. Das sollte der Grund sein. So, pass auf. Wir machen jetzt einfach... Ja, roll weg, roll weg. Dieser dumme Apfel will halt auch nicht weg. Oh Gott.
Oh, das ist ein Albtraum, den ich schon lange nicht mehr... Wir haben's. Ich muss nur noch hier raus. Der größte Apfel der Welt hat uns gerettet. Kannst du jetzt doch nochmal spielen, der ging bi-bu-bu-bi-bu-bu-ba. Ich habe ein anderes Lied ausgewählt. Oh, das ist eine Ausstellung, die ich besuchen würde. Grundgute Grüße aus der verwurmten Apfelwelt. Okay, den Apfel kann ich auch nicht mitnehmen. Wir können aber einen Unendlichkeitsapfel machen. Ich will aber lieber einen großen Apfel machen. Weil, wenn du die linke Schultertaste drückt, dann macht man Spielzüge rückgängig. Ich hab's gerade gesehen. Ey! Oh, die Äpfel werden darüber geschleudert. Wir brauchen mehr Äpfel. Falsche Richtung. Moment. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Pass auf. Der Welthunger ist besiegt, denke ich. Das war auch gar nicht so einfach. Was stellen die sich immer so an? Es war gar nicht so schwer. Was stellen die sich immer so an? Los geht's. Ich will wissen, ob ich das Teil da unten mit Äpfeln füllen kann. Aber ich glaube, die Antwort ist nein. Was, wenn ich hier runtergehen würde? Oh. Oh, das ist deep. Auf vielerlei Ebenen. Warum ist da ein orangener Apfel? Ist das der Auserwählte? Ein grüner Apfel? Schau euch die neongrünen Äpfel an. Wir haben eine neue Gattung von Äpfel erschaffen. Jetzt verschwinden sie alle. Schau mal, die spawnen sie, wenn man zu viele gespawnt hat. Die Frage ist nur, was macht der Schalter da oben? Ich glaube, ich muss die Apfelreihe irgendwie rüberbekommen. Also da hoch, damit ich einen Apfel auf den Schalter legen kann. Oh mein Gott, das ist wahrscheinlich die Lösung. Die kommen hier aber nicht rüber. Naja, das müssen wir anders machen. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wo komme ich hin? Nein. Hier hoch, hier hoch. Ja, die Treppe hoch. Komm schon. Nein, nein. Ich bekomme sie nicht die Treppe hoch. Das war ein Versuch wert, wenn ihr mich fragt. Vielleicht bekomme ich sie aber trotzdem noch hier weiter rüber. Jetzt, wir haben einen. Wir haben einen. Wir haben einen. Da ist ein leuchtender Apfel. Ich glaube, der bedeutet, wir haben zu viele Äpfel gemacht. Nein. Ich kann keine Äpfel mehr machen. Wir haben zu viele Äpfel gemacht. Vergiss die Perspektive nicht. Ja, aber... Ich kann nichts mehr machen. zu viele Äpfel. So, ich spring nochmal runter. Ah, wir haben den Welthunger gelöst. Das Problem ist nur, wir haben jetzt... die Welt besteht nur noch aus Äpfeln. Hat Morgi eigentlich den Getränkeautomaten bedient? Ja, aber dann habe ich irgendwann aufgehört, weil nichts Neues passiert ist. Okay, wir starten direkt beim Apfel. Ich dachte kurz, wir wären wieder beim Wecker. Perspektive. Wie kann ich hier mit der Perspektive arbeiten?
ist, dass der Apfel immer kleiner ist, die Äpfel immer kleiner werden. Das Gefühl, diese kleinen Äpfel bringen mir nichts. Wie könnte ich die Äpfel größer werden lassen? Ich mag die sehr, sehr kleine Getränkedose, wollte ich damit sagen. Ich habe die immer nur riesig gemacht. Okay, von hier oben aus kann ich auf jeden Fall größere Äpfel machen, aber... bringen wir dann auch nicht so viel. Ich muss so einen großen Apfel machen, der alles davon verstopfen würde. Aber wie mache ich das? Die Äpfel irgendwie noch größer machen. Es muss einen Weg geben, aber ich weiß nicht, was der Weg ist. Schau ich das an. Ja, sie werden immer kleiner. Kleine Äpfel werde ich hier nicht hochbekommen. Wie mache ich den größeren Apfel? Die sind bisher alle immer nur kleiner geworden. Sie werden dann sicher größer, wenn ich weiter weg bin, aber... So, dann kommen größere Äpfel raus. Also sie werden nicht direkt größer. Da oben nicht ein Apfel? Ich glaube nicht. Ich sehe halt schon, dass ich hier überall da vorne das Teil mit dem riesigen Apfel verstopfen muss und... Warte, was? Wann kam der hier hoch? Ist der irgendwie hochgeschleudert worden? Okay, nachdem wir das Rätsel gelöst haben, wie könnte ich größere Äpfel machen? Bleibt da, wo ihr seid. Wie könnte ich in dem Spiel größere Äpfel machen? Ja, jetzt die richtige Lösung. Was ist die richtige Lösung? Scheinbar wurde einer hier hochgeschleudert. Ich glaube, du hast ja geschafft, oben einen zu spawnen. Der wurde hochkatapultiert. Ich meine, es scheint eine Lösung zu sein. Okay, wie könnte ich größere Äpfel machen? Du musst oben stehen, sodass du nur den Apfel siehst und dann klicken. Dass man nur den Apfel sieht. Oh, warte, ich muss von hier stehen und dann... Nein, warte, was? Stell ich hinter den grünen Schalter und guck den Apfel an. Du kannst den Apfel an der Kante spawnen lassen. Hinter dem grünen Schalter. Oh. Oh, das ist clever. Das war zu clever für mich. Muss ich ehrlich gestehen. Warning. Dr. Pierce is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Okay. Also von V+, frischer Sub, vielen, vielen lieben Dank. Private. Was haben wir hier alles? Oh nein. Wir machen also hiermit weiter.
muss mich hier nur irgendwie durchquetschen. Ich kann nicht mehr durch. Komm schon. Ich musste doch irgendwie durchkommen. Es hat so gut geklappt. Dann habe ich es ruiniert. Machen wir das am besten. Ich darf es nicht direkt davor setzen. Okay. Glaub mir das, das wird funktionieren. Ich muss nur noch ein paar hinstellen und... Es hat funktioniert. Seid ihr jetzt Leute, die an mir zweifeln? Seid ihr jetzt davon? Kugel. Ich will nicht eine Kugel, eine Glaskuppel. Schach. Ich glaube, das hatten wir schon. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Ich glaube, da war ein Automat im kam ein kleiner Automat aus dem Automaten. Ja, das ist das Leben. So einen hätte ich gerne. Und dann hole ich mir eine kleine Mini-Dose raus und die isst man dann wie kleine Cola-Fläschchen von Haribo oder so. Perception is reality. Ja. Wir können das Schild wegnehmen. Hallo, Radio. Hello. Name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt Welcome Experience. Team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Edge science with cutting, a tomorrow can bright. And buts, no ifs or look good. Er hat grammatikalische Probleme, ich sehe schon. Irgendwie fand ich bisher nichts an der Story lustig. What if I forget to set the alarm? Oh. Beep, beep, beep. Wir werden niemals entkommen können, wenn wir vergessen, den Wecker zu stellen. Phil's friendly family produce farm to mind, mind to heart. Ja, das ist ein Apfel, den ich reinbeißen würde. Das bewegt sich viel zu gleichmäßig für einen Ladebalken. Bin ich schon wieder zurück? Nein, okay. 7 Uhr. Relaxation Room. Wie sieht's aus? Fühlt ihr euch in der Stimmung, ein bisschen zu entspannen? Hey, das ist die Blaupause wieder. Denn wenn ihr ein bisschen entspannen wollt, dann habe ich genau den richtigen Raum für euch. Der entspannte Relaxation Room. Oh, das wird so entspannend. Ich bin so bereit dafür. Ich setze mich da hin und dann höre ich der Stimme zu und schaue mir Wolken an. Mein eigenes Kino. Ja. Das ist das Leben. Sogar an den Farbpegel haben sie gedacht. Ich hätte gerne eine Relaxierung. Ja, yeah, verständlich. Ja, das ist so entspannend. Gehen wir weiter. Warte, will ich schon hier entlang gehen? Ich glaube, ich will mich noch da drüben erst umschauen, ehrlich gesagt. Außerdem von Demon Kurasa. Frischer Sub. Vielen lieben Dank.
Das ist ein schicker Raum. Ich könnte es lesen, theoretisch. Ich mache jetzt eine Pause und lasse das Bild weiterlaufen. Das ist kein Bild, das ist ein Video. Also von Jator 42 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Der Raum macht den Schmerz deiner Existenz. Der Raum macht den Schmerz, den Existenz bedeutet, nur halb so schlimm. Yeah. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Hallo, Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Okay. Wir machen also weiter. Wir sind wieder im System erfasst. Gute Neuigkeiten. Das ist immer der schlimmste Moment, wenn man sagt, oh, ich habe ein Thema, dann sagen sie, oh, share nichts. Computer, dann sagt ihr, doch, doch. Nein, das System hat das wohl nicht erfasst und, das ist nicht angenehm. Red Soda. Okay. Das ist eine große Dose, auf der ich stehen kann. Oh, das ist das Leben. Rote Limo ist mein Lieblingsgeschmack übrigens. Ist das ein kleines Haus? Das ist ein witziges Haus. Wisst ihr was? Ich zeige euch jetzt mal, wie wir die Immobilienkrise direkt lösen können. Willkommen in deinem neuen Eigenheim. Vielleicht habe ich das Haus zu groß gemacht. Ich habe das Haus zu groß gemacht. Es muss gerade so die richtige Größe haben. Na, ist immer noch zu groß. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu klein. Ist es? Oder ist es genau richtig groß? Ich kann es so schwer einschätzen. Diese riesen Soda schütteln und dann öffnen? Nee. Das würde ich nicht empfehlen. Generell kohlensäurehaltige Getränke schütteln. Oh. Kleines Exit. Kleines Exit bedeutet, das Haus muss größer werden. Willkommen im neuen Eigenheim. Ist das Exit groß genug? Ja, nicht mal fast. Okay. Das bekommen wir hin, das bekommen wir hin, das bekommen wir hin. Wir müssen nur noch ein bisschen größer werden. Das ist ein vernünftiges Haus, wenn ihr mich fragt. Also von Pyromanten Jolla. 10 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. McDonalds vom Vortag und Morgi streamt der Tag an beginnen. McDonalds vom Vortag klingt nicht gut. Wenn es Burger King vom Vortag wäre, das wäre eine andere Geschichte. Oh. Ignorieren wir das Radio. Aber es ist eine von diesen Türen. Gehen wir rein. Warum ist das ein Lego-Kabel? Bitte, aber bitte Chicken Burger von Burger King mit Mayo. Oh, Mayo vom Vortag. Das ist das Leben. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Wie funktioniert das, dass zum einen der Fernseher läuft und zum anderen Strom aus dem Fernseher kommt und hierhin läuft? Das ist ein mysteriöser Fernseher. Ich überlege übrigens, ob ich anfangen will, die Storyteile Wireless-Strom. Ja. Yeah. Ich überlege, ob ich hier anfangen will, die Radios zu skippen, ehrlich gesagt.
pass auf, folgende Geschichte. Ich habe mir gestern auf Rebuy ein paar Spiele, die mit Essen zu tun haben, gekauft für die kulinarischen Reviews auf Dickmerimmel. Was Format ist das, ich machen will. Und was ich da auch gesehen habe für 3 Euro war auf dem DS Jenga. Ich überlegt, ob ich es kaufen soll. Ich habe es nicht gekauft, aber ihr solltet wissen, dass ich darüber nachgedacht habe. Und das wird jetzt ziemlich cool. Oh, yes. Das hätte ich gerne gesehen, aber es war auch so ziemlich cool. Warum hast du dich gekauft? Bist du schwach? Ich dachte mir, es wäre halt... Es wäre doch nicht so lustig. Und rein. Nein. Yes. Es war gerade sehr windig da drüben. Wet. Hoffe ich mal, dass der Boden nicht zu feucht ist. Ich hoffe, Cooking Mama war dabei. Nein. Ich meine, Cooking Mama kennt man. Ist ein Minispieler. Man kann ja auch nicht so viel dazu sagen. Oh. Oh nein. Kann ich da rein? Oh. Ich verstehe nicht ganz, wie das funktioniert, aber wir haben es geschafft. In welcher Ebene des Traums befinden wir uns? Oh, wir sind in der Umkleide. Das heißt, wenn jemand von euch hier gerade nicht von dem Handtuch abgeklatscht werden will, dann schlechter Zeitpunkt für euch. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. Ja, die Fliesen sehen nicht so gut aus. Die sieht man nicht und würde sich sagen, oh, das ist doch das Zollamt bei mir. Die sieht man und denkt sich, ja, yeah, das ist einfach nur ein Videospiel. Die Fliesen hier unten werden auch okay, aber sie reflektieren nicht. Deswegen bin ich auch nicht ganz überzeugt davon. Was mit dem Handtuch auspeitschen eigentlich bei irgendjemandem eine Sache? Kennst du aus dem Fernsehen? Ich glaube nicht. Wenn irgendjemand, der das aus dem Fernsehen vielleicht nachgemacht hat. Eine Hüpfburg! Okay, jetzt pass auf. Wie komme ich da rauf? So komme ich da rauf. Oh. Wir sind winzig. Gehen wir in den Belüftungsschacht. Klar war es eine Sache. Ich weiß ja nicht. Warte, was, wenn ich das hier reinsetze? Oh. Was habe ich gerade getan? Was habe ich gerade getan? Ich glaube, ich hätte es größer machen sollen. Oh, pass mal auf. Wir drehen das. Und stellen es dahin. Pass auf. Wir haben uns dann dauernd die nassen Handtücher auf den Po geklatscht. Ich sehe schon. Das sind raue Sitten bei euch. Seid ihr davon, wie ich das Rätsel gelöst habe? Oh. Feueralarm. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like warum to thank überhaupt you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations! Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Okay, damit kann ich meine Größe verändern, nehme ich an. Das heißt, das andere werde ich auch noch riesig machen. Und dann werde ich ein Riese. Oh
mein Gott. Schau mal, wie riesig das wurde. Oh mein Gott, ich bin so winzig. Ich bin so langsam unterwegs. Ich hoffe, ich werde da überhaupt hochkommen. Oh nein, ich glaube, ich kann da nicht hoch. Nein. Nein. Ich kann hoch. Weil ich wurde nicht wirklich größer. Moment, man wird nicht größer. Das habe ich mir nur eingebildet. Scheiße, ist eigentlich an der Wand da drüben. Ich glaube, was ich machen muss, ist das Drehen. Oh Gott. Ich glaube, das bekomme ich nicht hin von der Perspektive her. Oder? Wir machen das Teil erstmal kleiner. Das hat überhaupt nicht geholfen. Aus von Hubsen, 6 Monate, Resub, vielen lieben Dank. Ich kann das auch nicht wirklich... Oh Gott, fall mir nicht auf den C. Das würde wehtun. Ich kann es auch nicht weiter hochbekommen. Oh, ich kann hier hochlaufen. Nein, kann ich nicht. Versteh's nicht. Ja, dieses Rätsel ist ja gerade ein bisschen kritisch. Ich meine, ich verändere auch nicht meine Größe, wenn ich da durchgehe, richtig? Okay, ich habe jegliche Orientierung verloren. Die Teile werden kleiner, wenn ich auf den Boden schaue. Lass mich mal durch das, was, wenn ich jetzt da durchgehen würde? Oh nein. Oh nein, ich bin so winzig. Ich bin so winzig. Schau mich an, wie ich im Teppich versinke. Es ist so groß, dass es nicht mal fällt. Okay, da gehen wir rein. Also, von 37 Monate Resub und von Nino Obscuram. Frischer Sub. Vielen lieben Dank. Ich glaube nicht, dass mir das weitergeholfen hat. Ich will die Teile auf jeden Fall versuchen, übereinander zu stapeln. Es funktioniert nur leider nicht so gut, wie man sich das wünschen würde. Dann wiederum, vielleicht kann ich das jetzt hier hochstellen. Nein, nicht mal ansatzweise. Nee, das hat nicht mal fast geklappt. Nein, ich kann die nicht übereinander stellen. Oh. Wie funktioniert das? Was, wenn ich mit dem Teil durch das andere durchgehen würde? Pass auf. Es ist jetzt echt weit weg. Vielleicht würde ich jetzt noch größer. Oder werde ich jetzt noch größer. So, was passiert jetzt? Oh, ich kann das nicht mit durchnehmen, weil es so ein gewähltes Teil ist. Es einfach so groß zu machen, wie nur möglich. Das ist nicht so groß wie möglich. Oh nein, was habe ich getan? Oh, das ist alles so verwirrend. Platziere eins unten und das andere im Schlüsselloch oder was das ist. Kann ich da oben was hinstellen? Warte mal. Ist das die Lösung? Ich habe nämlich nicht das Gefühl, dass ich bisher
irgendwas da reinstellen kann. Es ist zu groß. Es ist viel zu groß. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht ganz, wie ich irgendwas da reinbekommen soll. Ich bin viel kleiner als so, werde ich das Teil nicht bekommen. Versuchen wir uns erstmal so groß zu machen wie möglich. Fangen wir mal damit an, okay? Das ist ziemlich groß, wenn ihr mich fragt. Machen wir das Teil noch ein bisschen größer. Oh, es ist so weit weg. Vielleicht muss ich auch selber einfach nur noch ein bisschen größer werden. Vielleicht ist das die Lösung. Außer von Tantro Bantro. 12 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Okay, jetzt bin ich ein gutes Stück größer. Oder? Es reicht nicht. Es reicht nicht. Wahrscheinlich, dass ich das noch kleiner machen kann. Ich kann die Stütze nicht als Rampe verwenden. Okay, pass auf. Was seid ihr davon? Was seid ihr davon, wie winzig das jetzt ist? Es hat geklappt! Oh mein Gott! Durch Schlüsselloch. Es war eine Geburt. Oh Gott, ich bin so winzig. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, mir wird schwindelig davon. Oh Gott, ich bin... Oh mein Gott, ich bin so winzig. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ehrlich gesagt. Haus, komm mal her. Fällt es runter? Ich glaube, es fällt ganz langsam runter. Außerdem von Tantro Bantro. 12 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Oh mein Gott, das ist... Es ist unerträglich langsam. Komm schon. Lass mich wieder normal groß werden. Halbwegs. Außer von Tutria. 9 Monate. Resub. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich bin zu winzig. Ist ja was? Das ist mir egal. Wir gehen ja jetzt weiter. Oh, wenn man nicht so langsam wäre, wenn man winzig ist. Dann wäre das ziemlich angenehm. Das ist ein großer Raum. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber da ist der Fahrstuhl. Das heißt, wir kommen zum nächsten Tag, in die nächste Traumebene. Wir gehen da jetzt noch tiefer und rein. Ihr versteht, was ich meine. Da ist eine Katze. Wir haben eine Katze gefunden. Wir wollen den normal großen Moggy zurückhaben. Ja, der ist leider gestorben. Den gibt es leider nicht mehr. Okay. 3 Uhr. Haben wir nicht um 3 Uhr angefangen? Oh mein Gott, schau ich an, wie schnell ich unterwegs bin. Das ist ein Speedrunner an dem Punkt. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, was soll ich? 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Ja, Geschwindigkeit hoch würde mir ungemein helfen, glaube ich. Außer von Lucy Orange, frischer Sub, vielen lieben Dank. Jetzt ein kleines Geschwindigkeit hoch. Das wäre das Leben.
Sag mal, wer ist der Architekt hier? The machine is remotely controlled and may start without warning. Okay, wir sollten vorsichtig sein. Vielleicht geht das Wasser jederzeit los, ohne dass... Warum ist da ein Fenster? Wir wollen ja nicht ins Gesicht gespritzt werden, wenn ihr versteht, was ich meine. Error analysis complete. Rote Farbe. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Aha. Eine Treppe. Diet Soda. Das ist der leckere Stoff. Perfekt. Irgendjemand wird das sehen und der wird sich darüber freuen. Er wird sagen, oh, ich wollte gerade eine Diät-Cola. Das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Köstlich. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Ich verstehe nicht, was irgendwas hiervon soll. Außer von Gookie 4869. Erfrischer Sub. Vielen lieben Dank. Sind wir ein paar. Dann wäre dieses. Okay, ich wollte gerade sagen, es ist nicht mehr angeschlossen, aber es ist angeschlossen. Warum ist hier dieses Waschbecken? Ich glaube nicht, dass es 335 Milliliter sind. Es sind 335 Megaliter. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Seht ihr, genau das ist der Stoff, womit man Leuten Angst machen kann. Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Ne, okay. Kratziges Klopapier, 100 Bits. Vielen lieben Dank. Wir gehen einfach weiter. Wir sind wieder hier. Well. Ich habe das Gefühl, wir haben Probleme damit aufzuwachen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Halte ich im Auge, Wecker. Ich habe dich im Auge. Die Tür ist verschlossen. Oh Gott, was? Nein! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein, die Steuerung ist verwirrend. Oh Gott. Oh, ich hasse das. Mit dem rechten Stick drehe ich mich und mit dem linken Stick gehe ich nach oben und unten. Oh Gott, warte, ich glaube, ich will da raus. Okay. Habe ich es geschafft? Okay. Wir sind irgendwo. Karotten, Messer. Diät-Cola. Mehr Karotten. Warum essen die alle Karotten? Ist das eine Kaninchenveranstaltung? Nein! Mir wäre die Kaninchenveranstaltung lieber gewesen, ehrlich gesagt. Oh, eine Wand. Die Musik wird dramatisch. Vielleicht werden wir letztendlich aufwachen. Vielleicht aber auch nicht. Oh, sind von Kirby Kaninchen! 100 Bits, wie lieben Dank, du wirst also zustimmen. Was die Kaninchenveranstaltung angeht. Warum ist die Musik so dramatisch? Becker, mach was. Muss noch größer machen. Und dann gehen wir nach draußen. Ne, noch ein bisschen größer. Noch ein bisschen.
Okay. Ihr seid gerade so hingehauen. Puh. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben einen Traum, den ich geträumt habe. Oh, ein Traum, mit dem man träumt. Das ist unangenehm. Man macht auf und ist trotzdem noch im Traum. Da muss man nochmal aufwachen. Hallo. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnisculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Klingt ziemlich fragil, ehrlich gesagt. Immer schön Feueralarm umlegen. Nicht vergessen. Hier haben wir noch ein paar Reiskuchen. Oh nein, die Steuerung ist wieder seltsam. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Schwerkraft. Was ist Schwerkraft? Warum sollten wir uns an derartige Gesetze halten müssen? Das ist alles eine Frage der Perspektive. Da ist eine Tür. Au. Ich musste irgendwie rüberkommen. Ich weiß noch nicht wie. Wir schaffen das. Also eine Frage der Perspektive. Die Steuerung ist nicht selbst und die Räume sind nur gedreht. Oh mein Gott, der Raum ist gedreht. Oh, ich dachte, ich kann irgendwie durch die Gegend fliegen, quasi. Oh. Oh. Ich dachte, die Steuerung hat sich einfach komplett geändert oder so. Ich war sehr verwirrt. Aber ja, jetzt bin ich schon sehr viel weniger verwirrt. Oh, hey. Ein kleiner Riss. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective, of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Okay. Wir müssen nur die richtige Perspektive haben. Na ja, erinnere dich noch an die Würfel. Damit hat alles angefangen. Das war ein Zahn. Es waren Zeiten. Ich erinnere mich noch, als wäre es heute gewesen. Lass mich mal eine kleine Wendeltreppe machen. Oh Gott! Ist ja gut jetzt. Ich mache mir Sorgen um meinen Traum. Das Gefühl, der ist gerade nicht gut auf mich zu sprechen. Was haben wir hier? Kann ich hier irgendwie nach oben? Oh, da ist eine Tür. Gehen wir da entlang. Oh, der Fahrstuhl. Also lass mich gerade, diesmal ist der Fahrstuhl fake. Das ist nämlich kein Poster. Kritisch. Oh ja, okay. Ausgang wurde da hinten verlegt. Dead end perception is not reality. Es würde jemand sagen, der mir sagen wollen würde, dass Perspektive in Wirklichkeit die Realität ist. Hier gehe ich dann wieder da raus. Pass mal auf. Nein! Hey. Ich dachte, ich muss auf die Röhren springen gerade. Ich
mag die Idee dahinter immer noch, aber ich glaube, ich muss einfach nur durch die Türen laufen. Ding. Okay. Nein, ich muss immer zum Notausgang, zum Notausgang laufen. Nein. Was? Hä? Okay. Ich hasse das. Ich bin so verwirrt. Okay, links. Nein, rechts. Links. Rechts. Wer's denn? Was? Recycling Cardboard Only. Da hat doch jemand Mülleimer recycelt. Ding. Alle drei. Okay, Nummer eins. Was? Ich bin so verwirrt. Kann ich irgendwas hier machen? Ich kann absolut kein Muster. Warum ist das immer falsch? Was habe ich denn für eine Alternative zum durch die Tür gehen? Ich kann doch nichts ändern oder so. Nummer 3. Jetzt gehe ich hier rüber. Das war falsch. Hä? Ich weiß nicht mal, wann das überhaupt... Wann ist es falsch? Ich verstehe nichts daran. Sehr schön, Leute. Die ersten Leute meinen alle, oh, ich glaube, ich habe das Rätsel gelöst. Okay, Perception. Es steht immer nur das Gleiche, oder? Thank you.
Was? Was ist meine Alternative zu irgendwas? Ich bin schon rückwärts durch das durchgegangen, aber es ändert nichts. Okay, wir sind wieder bei der 3. Bei der 3 darf ich nicht durch die Tür gehen. Kann ich hier sonst irgendwo entlang? Wenn ich bei der 3 durch die Tür gehe, ist es immer falsch. Okay, pass auf, da wo ich hinschaue, ist immer das falsche Ende. Und ich muss so machen, dass der Notausgang immer da ist, wo das Männchen hinzeigt. Ist das richtig? Ich glaube, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Ich hab's. Oh mein Gott, das war eine Geburt. Puh. Also von Dosenkassler, 20 Monate Dr. Joker, frischer Sub. Und der Deck Apprentice, 15 Monate Resub. Vielen lieben Dank. Das ist laut. Mir gefällt die Gegend hier. Schau ich das Entchen an. Ja, ich will so der Ente. Ach so, feucht. Nass. Der Würfel ist weg. Kann ich die Leiter hoch? Ist nicht wirklich eine Leiter, schätze ich. Ring? Nein. Hüpfburg? Road closed. Oh. Der freundliche Würfel von nebenan. Der wird uns nach oben helfen. Seht ihr? Das ist ein freundlicher Würfel. Ich kann die Ente nicht retten. Die Ente will nicht gerettet werden. Ich hätte lieber wieder Random Soda, ehrlich gesagt. Keine Random Soda für mich. Finally, hey. While we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams. Thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Auslösemechanismen. Wenn die einem nicht mehr helfen beim Aufstehen, dann ist dann. Ich könnte da nach oben gehen, aber was wäre, wenn ich hier hintergehen würde? Blaupause, verschlossen. Mut, es gibt im Laufe des Spiels mehrere Blaupausen zu finden und die sind quasi Secrets aus diesem Spiel. Ach, von da oben kam ich. Oh Gott, wir sind wieder an dem Bett. Bin sehr verwirrt. Hoffe, es ist okay, wenn ich frage, warum eigentlich Synchron wie Chat? Nur für diesen Stream oder habe ich was verpasst? Also bevor 4 Euro, vielen lieben Dank vom Sub-Only-Chat, weil Leute Lösungen vorwegnehmen und dem Spiel zum Rätsel geht. Deswegen dachte ich mir, das ist der einfache Weg. Sonst werde ich mich sehr viel ärgern. Aber ja, ist nur für den Stream. Ah, Push-Bar to open. Dann pushen wir die Bar und öffnen die Tür. Aber ich habe mich gerade durch die Tür geklippt. Oh.
Ach Gott, nicht schon wieder. Nicht das. Oh. Ich gehe einfach immer weiter. Irgendwann werde ich den Fahrstuhl verlassen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Hier nach links. Ich habe das Gefühl, ich muss ja was anderes machen. Gott, diese Musik. Da ist ein Pfeil. Da sind Pfeile am Boden. Okay. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Oh. Oh Gott. Oh. Das ist. Ich mag diese den Boden gemalten Welten nicht. Stercon. Die Treppenkonferenz. Die Treppenkon ist bald. Seid ihr auch da? Ich hoffe, sie haben auch Fahrstühle da. Ein verlassener Parkplatz. Da ist noch nie was Schlimmes passiert. Gehen wir zum Mond. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Lass mich raten, ich kann auch hier nicht raus. Oh nein. Die Wände. Wisst ihr, was sie machen? Sie kommen näher. Sie kommen immer näher. Das gefällt mir überhaupt nicht. Na gut, dann gehen wir wohl wieder. Dieser dumme Wecker. Okay. Das ist ein richtiger Ladescreen. Nein, nein, ich zieh's zurück. Das ist ein fake Loading Screen. Ja, den Traum kenne ich. Manchmal muss man auch um die Ecke laden. This is highly unusual. It appears you have entered the Somnasculpt diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Ziemlich gedämmt hier. Hier kann man schon mal streamen. Also von Berlin Ghost, 7 Monate Resub und von NoroGMD, frischer Sub. Vielen lieben Dank. Hallo. Wand. Tür. Oh, random Soda. Los geht's. Random Soda macht immer den Automaten kaputt. Das Ganze erinnert mich an meinen letzten Traum. Ja, so interessant sind meine Träume nie. Der Wand hört man nichts. Zwischen oder drüben? Es wird auch nicht so schallisoliert. Soll auch nur bringen, dass es kein Echo gibt und nicht, dass irgendwas gedämmt wird. Das ist ein Missverständnis. Oh. Oh oh. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail states. Oh, ich kann nichts anderes mehr mitnehmen. Okay, dann nehme ich das mit hier rein. Und dann will ich mich winzig machen?
Wir machen uns winzig. Warum habe ich das getan? Winzig machen ist nie die Lösung. Ich weiß doch nicht, was ich sonst machen soll. Ehrlich gesagt. Lass mich da mal eben wieder reingehen. Könnte da jetzt dann wieder nach draußen. Warte. Wir nehmen das mit. Und dann platzieren wir das hier draußen irgendwo. Und versuchen es riesig zu machen. Oder winzig. Na warte, das ist nur eins wieder. Nein. Was? Oh oh. Ich habe die Schwerkraft kaputt gemacht. Glaube ich. Ich bin sehr verwirrt. Also sehr, sehr, sehr. Oh, pass mal auf. Pass mal auf. Was, wenn wir einfach zurück auf den Parkplatz gehen würden? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Ups. Das schaffe ich. So halbwegs. Bleib doch. Okay. Also, sagen wir, ich würde jetzt hier rausgehen. Dann wären wir hier in dem kleinen Gebäude. Hier. Das ist Musik. Ich bin so verwirrt. Bringt mir irgendwas hier von was? Nicht wirklich, oder? Wo könnte ich hingehen? Wo könnte ich hingehen? Also wurde ziemlich riesig. Kann ich da hoch? Diagnostic warning. Paradox prevention protocols may not be fully implemented. Wäre mal wieder winzig. Oder wäre normal groß? Ich hab absolut keine Ahnung an dem Punkt. Was ist überhaupt normal groß? Ich weiß nur, dass ich jetzt große Probleme habe, irgendwo meinen Weg hinzufinden. Oh mein Gott, ich bin so winziger, ich kann nichts machen. Okay. Zurück zum Speicherpunkt. Das war doch hier direkt, oder? Yeah. Okay, so hier ist jetzt eine Wand. Und jetzt nehmen wir das mit. Jetzt habe ich den Raum, in dem ich mich befinde, quasi in der Hand. Die Frage ist nur, wo wollen wir hingehen? Wo wollen wir hingehen mit dieser Macht in unseren Händen? Ich darf es nicht in dem Raum hier abstellen, wie mir scheint. Warte. Aber ich muss durch das andere. Ich muss ans andere rein, damit wir uns in der Traumwelt befinden. Beziehungsweise da, wo wir insgesamt wohl hingehen können. Okay. Also, wir können jetzt hier hin. Jetzt haben wir das. Aber was machen wir jetzt damit? Was mache ich jetzt mit dir?
Wir könnten in den Mülleimer. Wir könnten aufs Bett. Könnten wir auch irgendwo hin, wo es mir was bringt, hinzugehen? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh. Ich hab's gelöst. Musst du ein Paradox erstellen. Vielleicht war das ein Fehler. Außer von Sulpra. Frisch das Sub. Vielen lieben Dank. Oh. Oh, das war definitiv ein Fehler. Habe ich meinen Traum jetzt kaputt gemacht? Leute sagen immer, man soll seinen Traum leben, aber dann macht man es und dann sagen sie, oh, das war falsch. Das wäre mein Traum. Ich dachte, ich kann machen, was ich will. Und was ich machen wollte, war, den Traum kaputt zu machen. Oh Gott. Das ist ein glänzender Boden. Da hat sich jemand viel Mühe gegeben, das zu polieren. Lass mich mal hier rüber gehen. Lass mich dann nicht rüber gehen. Not an exit. Oh nein. Oh nein, das ist kein Exit. Ich folge einfach den Türen. Dahin. Ich hoffe, dass gleich der gute Freddy Krüger kommt und das Leid beendet, denn das ist einfach nur sehr irritierend. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Der White Space. Ich glaube, wir nähern uns dem Ende des Traums, langsam aber sicher. Auch wenn ich immer noch sehr verwirrt bin, aber es wird bestimmt eine Auflösung geben, bei der ich dann sage, oh, jetzt ergibt alles Sinn. Ja, jetzt bin ich passiert. Nein, ich wollte die Steine anschauen. Sahen aus wie Radiergummis, die man so... So Knetradiergummis, kennt ihr die? So sahen die Steine aus. Jetzt ein bisschen Regen. Gestern hat es bei mir geregnet und ich habe es gehört, ich dachte mir, ja... Ziemlich beruhigend. Ist der White Space sowas wie der Dark Room? Ich hoffe nicht. Sonst könnte dieser Run sehr schnell zu Ende gehen. Nein, nein, ich fand es gerade ganz cool eigentlich in dem weißen Raum. Not an exit. Das ist ein Fernseher, den würde ich mitnehmen. Okay, wir haben keinen Ausgang da drüben. So viel schon mal sicher. Ich kann hier hochspringen, aber bringt mir das was? Ich glaube nicht. Ich habe den Ausgang gefunden. Gute Neuigkeiten. Dafür, dass Mori das als kurzes... Ich hab das Spiel nicht als kurzes 10-Minuten-Spiel angekündigt. Ich meinte nur generell kurzes Spiel. Nicht 10 Minuten kurz. Was ist das alles hier? Die legen auf jeden Fall Wert auf spiegelnde Böden. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ziemlich schick. Okay, da vorne ist noch eine Tür hinter dem Fenster. Ich vermute, zu der will ich hingehen. Ich nähere mich. Sie ist viel zu weit oben. Nein, nein, nein! Komm mal her. Ich
müssen das, was wir gelernt haben, nutzen. But in white space, I also face the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Okay. Würdest du also sagen, Träume sind Schäume? Ich denke, das ist die Moral des Spiels. Träume sind Schäume. Okay, ich habe die Moral jetzt schon gelernt. Ist das eine Zigarette oder ein Leuchtturm? Wahrscheinlich mal ein Leuchtturm. Oh. Zur Treppe. Die nicht existiert. Okay, das Exit war in der Treppe. Existiert die Treppe hier? Yeah. Drei Dimensionen. So wie es Gott von uns wollte. Eine Dimension für jeden Backseat-Gaming-Tipp, der mir in diesem Stream gegeben wurde. Ich bin übrigens kein Fan von diesem Ende hier gerade. Es sind nicht mal Rätsel, die man macht, sondern einfach nur... Was, wenn alles keinen Sinn ergibt? Ich meine, ja, yeah, aber... Ich mochte das Spiel, als man tatsächlich das Spiel gespielt hat, mehr. Statt einfach nur überall durchzulaufen. 4D also. Yeah. Quasi. Was ist das jetzt gerade von mir? Ich habe beide Ausgänge im Blick. Diese Fenster für irgendwas gut? Okay, das verwirrt mich jetzt auch wieder so ein bisschen. Das Gefühl, dieses einfach nur da durchlaufen, ist auch nicht die Lösung. Was ist die Lösung? Was willst du mir sagen, Spiel? Es passiert nichts. Außer im Volantem Vulpes. Frischer Sub. Vivi, lieben Dank. Okay, da ist gelb. Warum ist er gelb? Denk nochmal scharf nach. Wie, denk nochmal scharf nach? Denk du nochmal scharf nach. Also... Rot und Blau. Gelb und Rot. Das heißt, ich komme hier aus Gelb und Rot, ja. Kann ich hier entlang gehen einfach? Nein. Ich weiß nicht, was mir irgendwas hiervon sagen soll. Das mitnehmen? Nicht wirklich. Was ist das mit den Fenstern auf sich? Ich schätze, es sind Fenster. Ich kann mit denen nicht interagieren. Ich glaube, ich hab's. Das ist einfach nur Ende A aus Nier Automata. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective,
isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Oh, das sehe ich hier gerade nicht gern. Bei mir ist nämlich auch gerade super kalt. Wenn ich das hier sehe, der wird mir ein bisschen frostig. Ich weiß, wahrscheinlich nicht wirklich kalt. Sieht super cool aus. Ich weiß, ich mag diesen untexturierten Look. Schachfigur. Schach. Und matt. Und ich bin runtergefallen. Oh Gott. Muss ich hier für Schachregeln wissen? Okay, Logik ist, pass auf folgende Sache. Da, wo die Schachfiguren draufstehen, ist der Boden da. Weil wenn der Boden nicht da wäre, würden die Schachfiguren runterfallen. Seid ihr davon? Was haltet ihr von dieser Logik? Da die Schachfiguren dastehen, ist der Boden da. Ja, das ist ein Fallfeld an der Stelle. Pass auf, dass Neuner nichts zustört. Neuner ist ein Nuller. Sehr. Absoluter Nuller. Es war nicht nur eine gemeine Unterstellung, es war einfach nur ein Fakt. Und die Tür ist nicht in dem Ausmaß eine Tür, wie ich mir das erhofft hatte. Hier kann ich auch nicht weiter. Okay. Wir schaffen also wieder... Der Käse ist zurück! Oh mein Gott. Jetzt, wir legen ihn hier rein. Okay, das ist also die Sache. Solange wir Gegenstände hinlegen können, existiert der Ort, den wir uns ausgedacht haben. Das war ein Käsewurf, der aber leider komplett daneben war. Schade. Okay. Schau ich an, wie ein bisschen glänzt. Der Käse sieht nicht so lecker aus. Ist das Skyrim? Ja. Yeah. Oh nein. Oh nein, der ultimative Schachbrettraum. Das wird ein... Wir hatten einen Aufstieg hinter uns und jetzt kommt der Fall. Vielleicht noch nicht so sehr. Oh, da vorne ist eine Tür. Okay. Oh. Oh. Oh Gott. Wie gesagt, wenn ihr das in VR spielt, an dem Punkt habt ihr euch einfach in die Hose gemacht. Und ich rede nicht nur von ein paar Tropfen, ich rede davon, voll kann in die Hose geschissen zu haben, okay? bei so einer Stelle. Exit. Oh oh. Ich bin der Wecker. 7.59 Uhr. Es ist gleich 8 Uhr. Die Bitrate beschwert sie sofort. Und ich dachte, es okay sein könnte, weil es nur schwarz-weiß ist, aber scheinbar nicht. 8 Uhr. Wir laden. Ja, um 8 Uhr aufstehen ist immer noch ziemlich großzügig. Das ist nicht so spät. Das ist nicht so früh. Ich bin heute um 7.40 Uhr aufgestanden. Ganz recht. 8 Uhr. Okay, wir sind wieder zurück. Der Ausgang ist immer noch da. My name is Dr. Glenn Pierce, and by now you may have realized that
all of this has happened exactly the way it was supposed to. Was? You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. Alles wie geplant. Alles wie geplant. But more often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Oh Gott, gehe ich jetzt wieder zurück? Und ich meine, er hat wahrscheinlich recht. Also von Golle, er 6 Monate Resub, wie wir lieben dann. Oh, wir gehen einfach den ganzen Traumweg zurück. Ich erinnere mich an den Raum. Das war der beste Raum der Welt. Wir müssen aufstehen. Zur Traumreise ist zu Ende. Your life will always be a struggle, and you will always have problems. Dankeschön. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Schätze, ja. Am Endeffekt ist nun zwei... So laut! Am Endeffekt ist nun 2,5 Stunden gehendes Spiel. Es hat mein Leben jetzt nicht in dem Ausmaß verändert, wie du mir erzählen willst, Herr Therapeut. Oh, ich erinnere mich an all die Räume. Ähnlich an den Würfel, der an verschiedenen Würfeln zerfallen ist. Oh. In a few minutes, you'll be back in the real world. Some part of you will say that none of this was real. So, how could it have really meant anything? But, just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wake up. Du musst nur aufwachen. Wacht auf! Also von der Terror, erfrischer Sub. Vielen lieben Dank. Also man muss denken, man muss seinen Weg gehen, auch wenn es schwer ist, weil man nie weiß, wie es tatsächlich laufen kann. Oh, das ist ein Hit. Das ist die Moral. Ich meine, ja, ich schätze. Wir sind am Ende aufgewacht und wir sind unseren Weg durch den Traum gegangen und dann wieder zurück. Warum sind wir wieder zurückgegangen? Ich habe das Gefühl, ich habe nicht viel aus dem Spiel gelernt. Aber ich glaube, das ist okay. Also wir können den Sub-Only-Mod wieder ausmachen, glaube ich. Ups. Ich dachte, das würde... Recap für die Therapie. Ich habe keine Ahnung. Okay. War ein spaßiges Spiel. Ich hätte mir gewünscht, dass am Ende vielleicht noch mehr Rätsel vorkommen, aber das war nicht ganz gegeben. Und es gibt zusätzliche Modi, die sind neu. Herausforderungsmodus, Entwicklerkommentar. Es gibt einen Entwicklerkommentar. Was ist Herausforderungsmodus? Einweisung? Optisch? Schauen wir uns den Herausforderungsmodus kurz an. Das war eine lebensverändernde Reise. Yeah. Ach, schon wieder. Das ist der Herausforderungsmodus. Ist jetzt irgendwas anders? Ich meine, es sollte irgendwas anders sein, schätze ich, aber... Was wird anders sein?
Ich werde dich nicht anquatschen, Radio. Hello. Nein! Is Dr. Glenn Pierce. Nein! This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence. Please continue to do whatever you did most recently and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Oh, man darf nur dreimal springen und zweimal... Oh. Und das ist ein Herausforderungsmodus. Zu herausfordernd für mich? Ich habe das Gefühl... Nein. Ich habe das Gefühl... Ich habe das Gefühl, das ist mir zu viel des Guten. Der Herausforderungsmodus ist mir zu viel, aber er war ein spaßiges Spiel. Ich habe das Gefühl, das Spiel hat seine Message ein bisschen zu ernst genommen am Ende und ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das Ende war komisch. Moin, die nicht allzu sehr, aber es war okay. War ein spaßiges Spiel. Ist im Game Pass, ihr könnt reinschauen. Ansonsten kostet es 20 Euro. Ich weiß nicht, ob ich es für 20 Euro empfehlen würde, ehrlich gesagt. Aber im Game Pass ist es eigentlich ganz cool.